Ihr wisst ja, Fairtalk ist ein freiwilliges Projekt. Das haben wir vor 3 Jahren an den Start gebracht und haben es als Angebot gesehen. Und ihr supportet uns seit 3 Jahren. Und es ist auch dringend notwendig, damit wir dieses Projekt weiter in die Zukunft führen können. Also, jeder Euro zählt und wir sagen Danke im Namen des gesamten Teams und bis ganz bald an dieser Stelle. Jetzt startet die Sendung. Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Augenhöhe, heute aus Dresden. Guten Abend, hallo. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass unser Publikum heute da ist, schön, dass die Gäste da sind. Es ist ein Thema, das wir heute besprechen. Das hat nahezu etwas Mystisches, denn wir werden auch in die Zukunft schauen. Wir wollen uns das Jahr 2024 anschauen und was uns das erste Mal gelungen ist an dieser Stelle, ist, dass wir 2 großartige Journalisten hier an diesem Tisch haben und wir haben einen renommierten Prognostiker und ein bekanntes Medium an diesem Tisch. Das heißt, wir wollen diese beiden Welten heute auch ein Stück weit zusammenführen, indem wir sagen, es gibt so viele Themen und so viele Fragen, dass uns möglicherweise ja gerade auch die Prognostik und das Medium, die Medialität dabei sehr helfen kann. Ich selbst habe im Jahr 2020, als das mit der Corona-Krise startete, damit begonnen, mich intensiver mit diesen Themen zu beschäftigen und muss sagen, habe daraus sehr viele Erkenntnisse für mich gewinnen können, die mir auch heute im Alltag sehr, sehr helfen. Bin natürlich sehr gespannt, was unsere Journalisten dazu am Tisch zu sagen haben und grüße deswegen ganz herzlich Ulrike Stockmann. Hallo Frau Stockmann, schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Jetzt habe ich gleich mit dem Sie angefangen, obwohl wir gesagt haben, vorher, wir wollen uns aufs Du einigen. Das ist die Nervosität bei mir. So. Also wir machen es natürlich, Ulrike, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, danke für das Du. Ja. Dann grüße ich ganz herzlich Medium Birgit Fischer. Hallo Birgit. Hi. Guten Abend. Zuerst mal bei Fairtalk dabei, herzlich willkommen, Philipp Gut. Hallo Philipp. Hallo Jens. Schön, dich zu sehen. Du bist Journalist und Buchautor und bei Birgit habe ich schon gesagt, Medium- und Bestsellerautorin. Ja, auch gerade ein neues Buch erschienen, darüber werden wir sicher auch heute sprechen. Die Star Seeds, ja, was das ist, für all diejenigen, die es noch nicht wissen, sehr spannend. Und herzlich willkommen Dr. Christoph Niederwieser. Hallo Christoph, herzlich willkommen in der Runde. Jens, hallo, danke für die Einladung. Astrologe und Prognostikexperte. Genau. Ja. Wir wollen heute, wie gesagt, gemeinsam ins Jahr 2024 schauen, einen Blick nach vorne wagen, weil, was ich festgestellt habe, die vergangenen 3 Jahre haben bei uns alle, und ich spreche mit sehr vielen Menschen, auch wenn ich unterwegs bin, große Spuren hinterlassen und vor allem haben sie sehr viel Angst erzeugt. Ich hatte jetzt gerade wieder eine Szene hier im Zug in Dresden, war kurz vor Dresden-Neustadt angekommen, stand schon im Gang mit meinem Koffer und bekam also ein Gespräch mit, wie ein kleines Kind, ich weiß nicht mal, ob Mädchen oder Junge, 2 bis 3 Jahre alt maximal, seinen Vater fragte, Papa, was ist eigentlich Krieg? Und das fuhr mir in dem Augenblick durch Mark und Bein. Ich konnte leider nicht mehr verfolgen, wie das Gespräch ausging, weil ich dann den Zug verlassen musste. Aber es zeigt einfach, wo wir im November 2023 stehen. Und vor allem, und das ist für mich die wichtige Frage, was jeder Einzelne tun kann, um mitzuwirken, das Ganze vielleicht dennoch zum Besseren zu verändern. Und auch die große Frage, welche Einflussmöglichkeit hat der Einzelne überhaupt? Frau Stockmann, ich würde gerne erst mal anfangen. Frau Stockmann, Ulrike, meine Güte, das ist aber auch schwierig. Menschen, die ich sieze und duze und dann ja, kurz vor der Sendung einigen wir uns aufs Du, aber ich schaffe das jetzt. Ulrike, ja, du als Journalistin, macht dir das eigentlich selbst Angst, wenn du so schaust, worüber du berichtest? Ehrlich gesagt, ja. Also es ist ja wirklich im Journalismus, zumindest im politischen Journalismus, im tagespolitischen Geschäft, das, was ich hauptsächlich mache, ist es ja nur Mord und Totschlag, nichts anderes. Und da jagt eine schlechte Nachricht die nächste.
Und das ist natürlich erstmal für einen persönlich nicht besonders angenehm, auf gut Deutsch gesagt, aus dem Bett zu hüpfen und sofort sich mit diesen ganzen Reizthemen und diesen schrecklichen Dingen zu beschäftigen. Und ja, von daher, ich nehme diese Negativität sehr stark wahr. Ich finde es sehr demotivierend. Vor allem als Privatperson natürlich. Andererseits als Journalistin gehört es zum Geschäft dazu, weil das nun mal die Nachrichtenlandschaft ausmacht oder das ist eben das, was das Geschehen auf der Welt derzeit ausmacht. Aber ja, es ist von beiden Warten her, sowohl von der privaten als auch von der beruflichen her, nicht besonders angenehm. Und ich weiß nicht, wo es enden soll. Birgit, ist es für dich im Moment, also ist es eher Last oder Freude, in diesen Zeiten zu leben, inkarniert zu sein? In gewisser Hinsicht ist es eine Ehre, weil, so wie ich das sehe oder mein Zugang ist, wir sind jetzt inkarniert, damit wir helfen, dass das Ganze in eine schöne Bahn gelenkt wird oder es wird auch in eine schöne Bahn sich einfügen und davon bin ich überzeugt. Philipp, du hast es schon gerade erwähnt, du bist mit der Deutschen Bahn hierher angereist, aber davon jetzt mal ganz ab, machst du dir als Schweizer, du bist Journalist, wie gesagt, und hast dich auch viel damit beschäftigt, machst du dir Sorgen um Deutschland? Ja, sicher auch. Ich meine, es nützt nichts, irgendwelche Häme zu verspüren, wenn es Deutschland schlecht geht. Der ganze Kontinent hängt auch am Schicksal Deutschlands. Und ich finde es einfach schade, dass wir eigentlich ja von der EU her, aber auch von Deutschland her, keine Konkurrenz mehr zulassen. Weil die Schweiz ist ja ein anderes Modell. Und jetzt ohne jetzt irgendwie mit besonderem Nationalstolz, wenn man es ganz nüchtern analysiert, muss man einfach sagen, in vielen Bereichen geht es einfach besser. Warum? Weil wir eine direkte Demokratie haben, weil die Bürger mitbestimmen können. Und wir haben nicht so eine abgehobene politische Elite. Wir haben das zum Teil auch, aber wir können es immer wieder durch Volksabstimmung oder Referenten korrigieren. Und wenn ich natürlich in der Zeitung lese, auch bei uns, dass wir in Deutschland eine Deindustrialisierung feststellen. Ich habe kürzlich das auch persönlich bestätigt bekommen von einem Unternehmer, der sehr international tätig ist, der gesagt hat, wir gehen eigentlich aus Deutschland raus. Wir machen Geschäfte in China, wir bauen das US-Geschäft in Amerika auf. Aber Deutschland, ich weiß nicht, ob das eine Zukunft hat, dann sind das Alarmsignale, über die sich niemand freuen kann auf diesem Kontinent. Und es ist schon ja bedenklich zu sehen, wie da auch eine Regierung an der Macht ist, die einfach alles tut, um jetzt Deutschland irgendwie nach hinten zu bringen und nicht mehr positiv nach vorne, wie man das lange gemacht hat. Also das sehe ich schon ja mit Bedauern und gar nicht mit irgendwelchem Spott. Man muss einfach schauen, dass man es ja irgendwie rumkriegt und dass die Schweiz, wenn wir jetzt gesamteuropäisch politisch denken, sicher nicht in diesen EU-Club auch noch eintritt, weil das zieht einfach nur nach unten. Christoph, die Krise als neues Normal, ist das neue Normal noch normal? Ja klar, ich habe auch natürlich Verständnis für jeden, der sagt, wir machen die Entwicklungen Sorge, Angst, Desorientierung. Als Astrologe betrachte ich aber Entwicklungen immer im Kontext der langfristigen Zyklen, also wirklich im Kontext von Jahrzehnten, von Jahrhunderten, gar Jahrtausenden, wenn man jetzt wirklich die Ultralangzeitperspektive mit dazu nimmt. Und da hat es natürlich immer schon diese Disruptionen in der Menschheitsgeschichte gegeben, wo einfach auf Basis von all diesen Entwicklungen, die eine Zeit lang kontinuierlich laufen, irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo vieles bricht. Ja. Und ansonsten sind wir jetzt momentan angelangt. Wir haben ja uns auch schon öfters drüber unterhalten. Der Wechsel von der alten Erdepoche, kapitalistische Konsumgesellschaft, seit dem Jahr 1800 jetzt in die Luftepoche. 2020 war der Schnitt, glaube ich. Genau, da war der Schnitt. Und die ersten 5 Jahre habe ich von Anfang an genannt, die Sturm- und Drangzeit der Luftepoche. Wir einfach alles chaotisch zerfleddert, zerfranst, ja, und eine extreme Desorientierung da ist. Und ich sehe es aber trotzdem ähnlich wie Birgit. Es ist eine Aufbruchsphase, ja, und jede Aufbruchsphase hat natürlich auch mit Ängsten zu tun. Dem werden wir uns jetzt ja dann auch im Detail nähern, denke ich. Genau. Birgit, die Ängste, großes Thema, wie gesagt, also überall wahrnehmbar, überall spürbar. Vielleicht, bevor wir einsteigen, wie du damit umgehst, nochmal grundsätzlich die Frage für alle, die sich jetzt fragen, Medium, was macht ein Medium? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern, weil wie gesagt, das ist ja für uns auch ganz wichtig, dass wir hier mit diesem Projekt Brücken bauen, auch thematisch Brücken bauen und einfach ein Informationsangebot machen und
naja, in Selbstbestimmung dem Zuschauer, der Zuschauerin überlassen, womit geht er oder sie in Resonanz. Ja, ja. Und wir finden es halt ganz wichtig, dieses Spektrum zu erweitern und aus den Blasen rauszukommen. Man kann natürlich auch 4 Journalisten an einen Tisch sitzen, man kann 4 Medien und Astrologen an einen Tisch sitzen, aber wir wollen es ja gerade verbinden. Also vielleicht kannst du noch mal kurz einen Einblick geben, was so deine Arbeit ist. Mittlerweile ist es nicht mehr die Arbeit, weil ich mache ja nur mal große Workshops und ähnlich. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Medialität und die Sensitivität des Menschen ist Energie. Du kannst mit der Medialität die Energien des Menschen lesen, ob jetzt das Aurafeld beispielsweise. Und dann geht's weiter beispielsweise, dass du einen Jenseitskontakt ermöglichst, deinen Klienten ermöglichst. Das funktioniert dadurch, dass du den Jenseitigen so beschreibst, dass dein Klient den Jenseitigen erkennt. Und das sind die Beweise. Dann geht es noch viel weiter. Du kannst dann in den Energiefeldern, kann man lesen, also auch die kollektiven Energien für die Menschen. Das ist ja mein Hobby und so kam es ja auch zu meinem YouTube-Kanal, wo mich meine Teilnehmer eben überredet haben, dass sie gesagt haben, komm, du machst das so gut für die Zukunft. Und ich habe dann auch Ausbildungen gemacht, was die Prophetie anbelangt. Das kann man wirklich auch gut trainieren. Das kann übrigens jeder Mensch, also nicht nur ich bin ein Medium, sondern jeder Mensch ist ein Medium. Jeder hat ein Gefühl, es gibt die Hellsinne. Jeder hat ein Gefühl zu jemandem, andere nennen es Instinkt. Und diesen Instinkt kann man sehr eindeutig trainieren. Das heißt, du kannst dich trainieren in Energien lesen. Jeder kann das. Und auch in der Selbstheilung, also dass du deine Heilprozesse im Körper anregst. Ein Medium per se liest Energien. Ich zum Beispiel, ich bin sehr stark hellhörig, also ich höre dann auch die Worte und ich sehe, also bei mir läuft ein Film ab, auch was die Vergangenheit, die Gegenwart, wo die Ängste liegen beispielsweise oder die Zukunft liegt. Ich habe da schon sehr viele ausgebildet und ja, und dann kannst du eben im Feld lesen. Was ich mache, beispielsweise eben bei meinem Kanal, ist, ich mache Trance-Speakings. Das ist wieder was anderes, ist eine andere Form. Also man merkt schon, da gibt's ganz, ganz viele Techniken auch. Und schau dann, was bei den Trance-Speakings herauskommt. Das heißt, da spricht etwas durch mich und macht dann einen hellsichtigen Blick darüber. Bei mir ist es ein bisschen spezieller. Bei mir kommen sehr oft Schlagzeilen durch, und zwar Schlagzeilen, was geplant ist. Und dann kommen die Tipps, und das hat noch nicht jeder wirklich überrissen, die Tipps, wie wir das machen können, was wir fühlen sollen oder in welchen Fokus wir hineingehen sollen, damit das schöne Gefühl da bleibt und dass wir nicht in das alles einsteigen, was so geplant ist. Krieg, Corona oder was auch immer. Und das ist der Unterschied, ja, so. Philipp, ist das für dich ein Bereich, womit du dich schon mal grundsätzlich beschäftigt hast? Oder wie Also nicht vertieft, nein, das kann ich nicht sagen. Aber ich finde es einfach sehr interessant, das zu hören. Was mich persönlich Wunder nehmen würde, als Journalist darf ich vielleicht auch eine Frage stellen und das Gegenüber, woher ihr denn diese Positivität nehmt, oder? Dass man sagen kann, man kann das ändern. Ich meine, meine Schulbildung, ich bin ursprünglich Historiker gewesen, und da gibt's das berühmte Zitat von Friedrich Schlegel, der Historiker ist ein rückwärts gekehrter Prophet. Also es ist natürlich immer einfach, wenn man so ein bisschen humoristisch sagt, die Zukunft der Vergangenheit zu prophezeien, weil da weiß man das Resultat schon, das ist als Historiker ein bisschen einfacher. Aber deshalb nimmt es mich schon sehr wunder, oder? Wie man das kann. Ich meine, der größte Historiker vielleicht aus der Schweiz war Jakob Burckhardt im 19. Jahrhundert. Und der war eigentlich, ein gut gelaunter Mensch, aber hat es eigentlich relativ, realistisch, würde ich sagen, gesehen. Das heißt eben nicht in großen Utopien, sondern hat gesagt, die Macht zum Beispiel ist auch ein schönes Zitat von ihm. Die Macht an sich ist böse und Macht ist einfach in der Welt. Und wenn ich die Weltgeschichte anschaue als Historiker, dann muss ich sagen, diese Kriege hat es immer wieder gegeben, hat immer diese Gemetzel gegeben. Wir hatten Epoche der Aufklärung, wir hatten die Bibel, hatten verschiedene Dinge, die man sagt, jetzt geht's vielleicht in eine bessere Richtung. Man schreibt das auch schön. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist ja wunderbar. Oder die Nächstenliebe als religiöses Grundmotiv ist ja sehr spannend. Aber in der Welt sieht's ja nicht so aus. Und es sieht eben auch im 21. Jahrhundert noch nicht so aus. Und wie gesagt, die Aufklärung, da hat man gedacht, jetzt geht's eigentlich vorwärts, jetzt haben wir die Ideale, wo wir die Menschheit hinführen wollen. Dann kamen aber die größten Kriege erst noch in Zukunft, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, jetzt haben wir wieder Kriege. Wir haben den Fall der Mauer gehabt, wir sind jetzt in Dresden,
ehemaligen DDR. Das war ein Glücksmoment für Deutschland, würde ich sagen, für ganz viele Menschen. Freiheit ausgebrochen, man hat vom ewigen Frieden gesprochen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals sehr junger Student an einem Lehrerseminar. Da habe ich in der Geschichtsstunde live in der Schweiz Fernsehen geschaut, wie die Mauer fällt in Berlin. Und die nächsten Jahre, das war ein Glücksgefühl, hat man doch gedacht, jetzt Marktwirtschaft weltweit, Demokratie weltweit, Frieden weltweit. Dieser Konflikt zwischen Systemen, Kommunismus gegen die Marktwirtschaft, das westliche System, das sei vorbei. Jetzt ist die Menschheit endlich geeint, die Welt als Dorf, die globale Vision. Und wo sind wir heute? Wir haben wieder Krieg in Europa, im Nahen Osten, im nächsten Osten sozusagen. Also wir sind an einem ganz anderen Ort. Und dann ist für mich schon die spannende Frage eben nach dieser historischen Herleitung, ja, woher man dann diesen Optimismus noch nehmen kann. Ich bin auch optimistisch als Mensch, als persönlich eingestellt. Aber die Weltgeschichte ist ein ständiges Auf und Ab, und da sehe ich nicht eine grundsätzlich positive Entwicklung zum Besseren. Da bin ich auf Wunder nehmen, wo ihr das wirklich festmacht. Zum Beispiel die Prophetie geht immer davon aus, es gibt weder positive noch negative Prophezeiungen. Das gibt es nicht. Du findest dich energetisch in einem neutralen Feld ein und du siehst das große Bild. Wenn wir jetzt auf das Kriegerische eingehen und beispielsweise meine Jahresvorschau für 2023 hat genau dieses, also Sie haben es genannt, diese Seeschlacht, die ja jetzt stattfindet oder auch stattfinden wird, und immer wieder auch die Länder genannt, die wirklich auch in das Kriegerische einsteigen. Das wurde genannt. Was ich jetzt sehe, auch hellsichtig sehe, ist, diese kriegerischen Elemente nehmen Platz, die nehmen Platz auf der Erde. Was ich allerdings auch sehe, ist, was das Resultat daraus ist. Auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ja super, die Weltwirtschaft geht so ziemlich am Bach runter. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass die Spiritualität und die Energiearbeit, die ich sehr schätze, weil ich mich sehr oft selbst geheilt habe und sehr viele Menschen sich auch dadurch heilen, die nimmt fast schon überhand ab dem nächsten Jahr. Dann können wir gleich ins Jahr 2024 reingehen, weil das ist nämlich eindeutig. Die Menschen werden nicht nur gläubiger, sondern beschäftigen sich mit ihren Energien. Sie beschäftigen sich mit der Spiritualität. Sie beschäftigen sich mit Energie, weil mit Energie kann man ja auch manipulieren. Das wissen sehr viele auch. Also wenn man beispielsweise sehr wohlhabende Menschen kennt, die sehr wohl ein Medium an der Hand haben, sehr wohl einen Astrologen, das ist normal, oder sich selbst in der Medialität ausbilden lassen, dass das auch immer mehr auf den Tisch kommt. Und das große Thema Spiritualität und Energiearbeit kommt auf den Tisch. Und da werden sehr viele Menschen entdecken, was wirklich möglich ist mit Energiearbeit. Weil das wird nämlich sehr, sehr stark unter den Teppich gekehrt. Sehr einflussreiche Menschen betreiben selbst Energiearbeit und man kann die auch schwarzmagisch lenken. Das gibt es, es ist kein Ammenmärchen, aber auch sehr schön einsetzen. Das heißt, wenn man wirklich Prophetie betreibt, sieht man das gesamte Bild. Und auf der Erde wird es immer diese großen Brocken geben, immer wieder, damit sich die Erde voran entwickelt. Und derzeit ist sogar die Erde selbst, also die großen Erdbeben sind auch eindeutig noch, liegen noch vor uns. Also das, was jetzt bisher war, ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Ulrike, ganz kurz auch nochmal so der Abgleich zu dem Themenbereich. Also wie ist das für dich, Spiritualität, all diese Dinge? Spielt das für dich im Alltag eine Rolle? Ja, also ich interessiere mich sehr für Spiritualität und ich finde diese Runde hier auch so spannend, weil, wie du schon sagtest, sie ja versucht, zwei scheinbar sehr gegensätzliche Dinge zusammenzubringen. Einmal das sehr intellektuell geprägte, pragmatische, analytische, journalistische Themenfeld und eher das weiche, spirituelle, instinktive. Und vor der Sendung habe ich mich gefragt, mein Gott, wie soll das zusammengehen? Weil ich habe mich natürlich mit meinen Themen auseinandergesetzt und habe mir gedacht, naja gut, eigentlich man kann es ganz schnell erzählen, Krise über Krise über Krise, bitte bringen Sie sich um. Aus journalistischer Sicht ist genau das die Zukunft, aber das ist natürlich eigentlich Blödsinn. Und von daher ist es vielleicht doch wichtig, sich über diese Ebenen hinaus auszutauschen. Und so manches, also ich persönlich versuche das auch in meiner Arbeit, die ja überhaupt nichts mit Spiritualität zu tun hat, dann teilweise doch solche Gedanken einfließen zu lassen, einfach weil ich auch bestimmten Heilern folge oder bestimmte spirituelle Dinge mir auch anschaue. Und vieles,
wirkt schon so, als ob es einer gewissen inneren Logik folgt. So scheint es. Und ich glaube auch, dass es ein kollektives Bewusstsein gibt, neben dem individuellen Bewusstsein zum Beispiel. Und nichtsdestotrotz habe ich für die nahe Zukunft ein sehr, sehr schlechtes Bauchgefühl. Vielleicht ist das einfach, oder eben auch, wenn man das jetzt analysieren möchte, Migrationskrise, Kriege sprachen wir schon an, die Wirtschaft geht den Bach runter, Bildungsnotstand, Pflegenotstand, also man kennt ja die Schlagzeilen. Das ist natürlich alles sehr negativ und ich denke auch, dass das einfach Dinge sind, die wird man nicht in naher Zukunft lösen können. Also ich glaube, das sind Krisen, die uns noch eine ganze Weile begleiten werden, gerade auch im nächsten Jahr. Und ich denke auch, dass sie sich verschärfen werden. Aber einfach, weil die Ursachen viele dieser Krisen darin bestehen, dass eben ja an sehr vielen Schaltstellen, an sehr vielen politischen Machtpositionen Menschen im Einsatz sind oder Menschen tätig sind, die überhaupt nicht für ihre Aufgabe geeignet sind. Und deswegen kann man da, glaube ich, hoffen und machen und denken, versuchen, was man will. Wenn ein Chirurg nicht weiß, wie er richtig operiert, dann wird er niemals eine gelungene Operation vollbringen können. Und so beobachte ich das in der Politik auf jeden Fall. Vielleicht noch ein kurzer Einwurf in Bezug auf diese Negativitätsdebatte. Also ich bin ja auch sehr optimistisch gestartet, ne, indem ich gesagt habe, ja, ich habe Angst und ich finde das alles ganz furchtbar. Und ich war gerade in London auf der Konferenz von Jordan B. Peterson, der A-Konferenz. Das waren drei. Das ist ein sehr bekannter Psychologe. Genau. Der aber auch sehr umstritten ist. Ja, genau, natürlich sehr umstritten. Also im Grunde kombiniert er ist ein kanadischer Psychologe, mittlerweile in der englischsprachigen Welt sehr, sehr bekannt, ein Star, kann man sagen, Bestseller-Autor. Und er kombiniert im Prinzip philosophische Gelehrsamkeit, biblische Mystik mit praktischer psychologischer Lebenshilfe. Hat auch mit einem YouTube-Kanal gestartet und ist durch die Decke gegangen und ist gerade für junge Männer ein Vorbild, eine Leuchtfigur, weil er sich eben auch mit Dingen wie Familie, Lebensgestaltung, Ziele im Leben, Persönlichkeitscoaching und dergleichen auseinandersetzt. Und jedenfalls, was ich sagen wollte, auf diese Konferenz bezogen, das waren drei volle Tage, wahnsinnig viele spannende Menschen zugegen. Aus Deutschland zum Beispiel Johanna Kota oder Frauke Petri, Birgit Kelle. Es war die britische Handelsministerin da, ein ehemaliger australischer Premier und noch ein paar andere, vor allem englischsprachige Publizisten. Und diese Konferenz hatte eine positive Ausrichtung. Also es war eine liberal-konservative Konferenz mit dem Motto There is a better story. Und das fand ich so schön, weil ich da erst mal gemerkt habe, wie sehr ich selber zum Beispiel auch in negativen Gedankenmustern drin bin, was natürlich auch nicht schwerfällt angesichts der Schlagzeilen. Aber bei dieser Konferenz ging es eigentlich darum, liberal-konservative, positive Modelle zu entwickeln oder wie man eben das Leben besser gestalten kann. Und es richtete sich natürlich vor allen Dingen an Entscheidungsträger aus der Politik, aus der Wirtschaft, weil das natürlich die sind, die an entsprechenden Stellschrauben sitzen und Dinge wirklich verändern können. Also natürlich kann jeder individuell in seinem Leben das so gestalten, wie er es haben möchte und sicherlich auch in gewissem Rahmen Einfluss ausüben. Aber es kommt aus meiner Sicht, damit eine Besserung stattfindet, auch gerade auf diesen Posten an diesen Schaltstellen an. Philipp? Ja, ich würde gerne darauf kurz reagieren, weil du gesagt hast, liberal-konservativ. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir jetzt auch über die Zukunft reden. Ich meine, das Prinzip des Liberalen ist eigentlich der Pragmatismus, dass man nicht sagt, wir wollen jetzt eine grandiose Zukunft wie eben im Sozialismus zum Beispiel erreichen, sondern es ist eine Politik der kleinen Schritte. Vielleicht der typische Philosoph dieses liberalen politischen Denkens ist Karl Popper, der gesagt hat, warum ist die Demokratie eigentlich das beste System? Weil es ständig eine Fehlerkorrektur zulässt. Die Fehlerkorrektur ist ganz einfach, die nennen wir Wahlen. Wenn wir Pfeifen an der Regierung haben, können wir die abwählen. Und das ist eigentlich die pragmatische Vorgehensweise, aber nicht die ganz große Utopie, nicht der ganz große Zukunftsentwurf. Und da sehe ich da schon eine gewisse Differenz zwischen, sage ich mal, uns, dieser Seite, Journalisten, Historikern. Also wo man quasi sagt, wir machen eine Politik der kleinen Schritte und wollen nicht unbedingt die ganze Zukunft schon bestimmen, sondern wir sind einfach dran, ständig ein kleines Rädchen zu schrauben. Das ist eigentlich der liberale, der konservative Weg, nicht alles über den Haufen zu werfen und die ganz große Revolution zu wagen,
die dann als gewaltiger Schritt in die Zukunft passiert, aber meistens eben in einem Blutbad endet. Und das finde ich eine wichtige Bemerkung, was man ihm sagt. Es ist wirklich der Pragmatismus, der uns voranbringen sollte, nicht die ganz großen Weltentwürfe. Die sind meistens sehr gefährlich. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich glaube, weil es da oft um den sogenannten neuen Menschen geht und sich dann irgendjemand ausdenkt, wie der Mensch zu sein hat oder wie die ganze Welt besser wäre und seine eigenen Bedürfnisse auf die gesamte Menschheit projiziert. Deine Wahrnehmung, was du gesagt hast, die nahe Zukunft, da hast du ein schlechtes Bauchgefühl. Da würde ich gerne mal an Christoph überleiten. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt. Ich habe deine Videos entdeckt Anfang 2020 und habe so gedacht, das ist ja krass, was du da erzählst, weil diese Videos, die ich da entdeckt habe, die waren nicht von 2020, sondern teilweise Jahre davor. Und du hast eigentlich diese Krise relativ präzise vorausgesagt. Also das ist das Schöne an der Astrologie, dass wir da eben ein faszinierendes Werkzeug haben fürs Timing. Also wann passiert was? Man muss es ist natürlich viel Rechnerei, man muss viel mit astronomischen Konstellationen rechnen, man muss sich da in tausende Daten vertiefen, aber trotzdem am Ende ohne diese visionären Kraft, wie bei dir, Birgit, wird man da nur irgendwie wirre Zahlen sehen, aber eben nicht die Bilder. Das ist ja, was das Schöne an der Astrologie ist, kombiniert die Logik auf der einen Seite und dann aber dieses Bilddenken, das Bildrechnen auf der anderen Seite miteinander. Und ich gebe natürlich recht, Philipp, also wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, es war natürlich oft auch eine Geschichte von Machtkämpfen, von Kriegen und so weiter, von Ungerechtigkeit. Die Frage ist halt immer, wohin man seine Aufmerksamkeit lenkt. Ja, wie man auch in der modernen Zukunftsforschung sagen, es geht gar nicht darum, vielleicht die Zukunft exakt zu prognostizieren, sondern es geht darum, wünschenswerte Zukünfte im Rahmen des Möglichen selbstverständlich zu entwerfen als Leitbilder, als gemeinsame Leitbilder für die Zukunft. Wo wollen wir hin? Ja, und eben nicht eben, wie du gesagt hast davor, eben, dass sich der eine das so ausdenkt, wie das ja früher oft in so großen Weltphilosophien waren, sondern eben partizipativ, ja, im Diskurs miteinander, dass man sich miteinander eben verständigt und einigt. Deshalb eben auch das Format hier so fantastisch, Jens, also dass wir hier wirklich eben verschiedenste Blickwinkel miteinander einbringen. Und ich sehe natürlich diese ganzen Probleme, die jetzt kommen, wir werden das jetzt ja auch vertiefen, wenn es ums 2024 geht, aber es geht ja immer darum zu schauen, was für eine positive Perspektive kann man dem abgewinnen. Ja, so beispielsweise in der Astrologie arbeitet man sehr viel mit historischen Analogien und da ist eine sehr treffende Analogie eben die Zeit der Frühindustrialisierung. Da hätte man damals, ja vor über 200 Jahren natürlich auch die Wahl gehabt, sagt man, das ist alles so schlimm und jetzt wird plötzlich alles so technisch und überall rauchen die Kaminschornsteine. Und keiner kauft mir die Sachen, die ich mit der Hand herstelle, ja, dann hat man sich natürlich so in der negativen Angst eingraben und verbollwerken können. Oder man hat gesagt, na gut, es erweitert ja auch unsere Möglichkeiten, ja, also unsere Handlungsspielräume, also mache ich da vielleicht mit, also schaue ich vielleicht selber, dass ich solche Maschinen entwickle und ich muss ja nicht bei den Raubritterkapitalisten, Frühkapitalisten mitmachen, wie das ja früher eine ganz wilde Phase war im Frühliberalismus Anfang des 19. Jahrhunderts, sondern ich schaue vielleicht auch, dass ich einen Teil meiner Gewinne dann auch für soziale Zwecke zum Beispiel ausgebe. Gab es ja auch viele von den Frühkapitalisten, ja, Robert Owen und so weiter, haben mir da ganze Konzepte drumherum geschrieben und ich sehe da meine Aufgabe eben nicht, die Menschen mit Horrorszenarien sozusagen weit in die Angst reinzutreiben, sondern ihnen bei all dem, was natürlich an Negativen passiert und was man sehen muss, trotzdem diese positive Leitperspektive auch zu bieten, dass jeder für sein eigenes Leben sagen kann, okay, das wäre eine Perspektive, wie ich meine Talente weiterentwickeln kann, im Fluss des Zeitgeistes. Ja, also nicht gegen den Fluss arbeiten, gegen den Fluss der Entwicklungen, sondern eben mit dem Fluss des Zeitgeistes. Nun höre ich immer wieder und lese auch immer wieder in den Kommentaren, gerade wenn ich auch solche Dinge äußere, der Fokus oder den Fokus aufs Positive zu richten, ist das nicht zynisch in diesen Zeiten? Also ist das nicht zynisch in diesen Zeiten, in denen so viel Leid geschieht, beim Positiven zu bleiben und nicht beim Negativen? Ich sage dann immer, nein, es ist aus meiner Sicht nicht zynisch, weil es sich gar nicht ausschließt. Also das eine ist mein Mitgefühl, das ich habe mit jedem Menschen, der leidet unter was auch immer, oder dem es sehr, sehr schlecht geht. Und auf der anderen Seite aber eben darum zu wissen, welche Kraft es hat, sich auf das halbvolle Glas zu konzentrieren und nicht auf das halbleere, Birgit.
Ich möchte da was ganz Wichtiges hinzufügen. Ich habe immer wieder, wenn man so Prophezeiungen macht oder ähnliches, wird einem ja, vor allem mir trifft ja auch sehr viel ein, das muss man jetzt auch mal sagen, und bekommt man immer wieder den Vorwurf, na, das macht ja Angst. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du nämlich wirklich die ganze Bandbreite beschreibst und dann auch das energetische Entwicklungspotenzial und sagst, ja, okay, da kommt eine kriegerische Energie, da kann es auch wirklich mal krachen. Der Mensch selbst kann sich darauf vorbereiten und sagen, gut, aber ich steige nicht ein. Ich steige energetisch nicht ein. Ich steige mit den Gedanken nicht ein. Das heißt, du hast nicht diesen Schockmoment. Wenn der Mensch einen Schockmoment hat, da muss er mal lernen, mit dieser ganzen Energie, mit den ganzen Gedanken, auf einmal ist Krieg da, ja, umzugehen. Und dann diese Menschen, die wirklich in den Schock drinnen sind, sind sehr leicht zu leiten und zu lenken. Und darum geht's. Das heißt, dieses Sprechen miteinander und im Bereich der Möglichkeiten, was es alles gibt, ist sogar sehr wichtig für die breite Masse. Sehr wichtig. Und da kommt dann dieses Energetische ins Spiel oder auch innere Einstellung oder der Fokus oder wie auch immer. Es fällt dir einfach leichter, wenn du etwas bereits, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, im Vorhinein weißt, damit du nicht dich reinfallen lässt oder in ein tiefes Tal der Tränen dich hineinfallen lässt, weil du kommst du so schnell dann nicht mehr raus. Das Gute ist ja, diese ganze Corona-Zeit, die hat ja sehr viele Menschen vorbereitet. Also viele sagen ja mittlerweile, na, also mich wundert gar nichts mehr. Das ist das Gute dran. Und viele Menschen sind sehr wohl mittlerweile imstande, dass sie den Fokus so setzen, dass sie sagen, nein, also ich steige da nicht mehr ein. Ich lasse mir mein Leben quasi nicht mehr versauen. Das heißt, es ist eine Art Bewusstseinskrise, oder? Wenn ich mir das bewusst mache, dass ich eine Alternative habe oder eine Möglichkeit habe, anders zu reagieren, dann fehlt es möglicherweise an Bewusstsein? Ja, es ist sicher eine Bewusstwerdung dahinter, ist sicher da und ist interessant und wichtig. Aber Corona-Krise, das finde ich ein sehr gutes Stichwort, oder? Weil es zeigt, was, ja, wie eigentlich Menschen unter Druck reagieren können. Und ich glaube, das ist in totalitären Systemen immer ähnlich. Es war eine Art Totalitarismus in dieser Zeit, erstaunlicherweise auch in einer direkten Demokratie wie der Schweiz. Die Neue Zürcher Zeitung hat mal geschrieben, die Schweiz sei in dieser Corona-Zeit eine Insel der Freiheit gewesen. Schön wär's. Das war überhaupt nicht so. Es war vielleicht ein bisschen weniger krass als in Deutschland und in anderen Staaten, aber die Maßnahmen waren auch sehr hart. Also da gab es auch einen faktischen Impfzwang, nicht direkt, aber indirekt mit Zertifikaten. Du darfst nicht in dieses Restaurant gehen, du darfst dort nicht hin, wenn du nicht geimpft bist. Es gab eine krasse Diskriminierung, eine Art, ja, gesundheitliche Apartheid wurde da eingeführt und das hätte ich nie für möglich gehalten in einer liberalen Demokratie. Und da hat sich schon quasi ein bisschen Streu vom Weizen getrennt. Und das kann ich gerne aufnehmen, was du gesagt hast, dass da viele Leute eben sagen, jetzt mit mir nicht mehr, das geht so nicht. Es hat eine gewisse, ja, zu einer gewissen Bewusstseinswertung geführt. Aber ich würde es aber auch nicht zu hoch veranschlagen. Weil die Mehrheit hat eigentlich auch mitgemacht. Mhm. Und das sieht man immer wieder. Am Schluss sind es wenige Prozent. Das siehst du im Militär und in allen hierarchischen oder eben vielleicht sogar auch totalitären Strukturen. Am Anfang sind noch viele für Widerstand und sind ganz mutig. Am Schluss sind es einfach nicht mehr allzu viele. Und das stimmt mich schon nicht nur optimistisch. Aber es stimmt natürlich. Ich meine, im Journalismus, ich weiß nicht, ob es Fair Talk geben würde ohne diese Erfahrung. Ich bin selbst auch Moderator in einem Talk in der Schweiz, Hoch 2, TV, Polit-Talk. Das sind alles Sender, die entstanden sind aus dieser Zeit heraus, weil wir gesagt haben, was der Mainstream geboten hat, das geht einfach gar nicht. Das ist dermaßen eine Mind-Control, das ist dermaßen Gehirnwäsche. Da schreiben alle dasselbe und die Realität ist was anderes. Du hast die Evidenz, nützen Masken, nützen sie nichts. Trotzdem wird das Gegenteil geschrieben. Also diese Zeit hat sicher zu einem Umbruch geführt. Ich bin einfach nicht ganz optimistisch, ob das jetzt der große Umbruch ist, aber es sind kleine Versuche eben. Ich bleibe Pragmatik und finde das cool, dass es das gibt, aber man darf es auch nicht so hoch veranschlagen, weil das Empire Strikes Back, also die Macht wird auch weiter aktiv sein. Wenn ich es ein bisschen runterbreche auf konkrete Ereignisse, WHO zum Beispiel, Weltgesundheitsorganisation, Pandemievertrag, internationale Gesundheitsvorschriften, genau. Das kommt vermutlich im nächsten Jahr, vielleicht können wir später noch näher darauf eingehen. Also da wird diese Pandemie
Doktrin eigentlich weitergetrieben im Weltformat. Und das ist nicht unbedingt das, was wir jetzt quasi als Widerständler uns erhofft haben. Ja, aber das ist ja gerade das Neue an der Luftepoche, dass man diese Kriege und die Machtspiele eben nicht mehr mit Waffengewalt in erster Linie ausficht, auch wenn es natürlich jetzt noch so späte Auszuckungen gibt, ja, sondern dass man eben, du hast das schöne Stichwort gebracht, über Mind Control, ja, weil Luft ist ja der Geist. Also das heißt, es geht jetzt vor allem über Bewusstsein. Wie Michel Foucault schon gesagt hat, eigentlich das beste Machtsystem ist eines, wo gar kein Polizist mehr rumsteht, weil alle Menschen automatisch so hingelenkt werden, dass sie machen, was von ihnen verlangt wird. Ich nenne das auch die Struktokratien, ja, so indem man eben eine Struktur aufbaut, der man sich immer weniger entziehen kann. Gerade im digitalen Raum, ja, mit den Skalierungseffekten ist es ja heutzutage unglaublich einfach. Wir müssen Meinungen gar nicht mehr verbieten, wir können einfach die Reichweite abdrehen, ja. Und das ist eben, was sich jetzt grundlegend ändert. Und klar wird es auch in dem neuen Spiel natürlich auch Gewinner und Verlierer geben, wie das so im menschlichen Streben immer schon war. Aber ich sehe den genialen Zusammenhang mittlerweile, weil ich spreche davon, dass jedes Jahr, also mit Corona beginnend, gell, jedes Jahr kommt ein neues Thema, wieder ein neues, macht es jedes Jahr irgendwas Neues auf. Ja? Man sagt in Deutschland, es wird jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja, genau, ja. Und jedes Jahr trifft es mehr Menschen, dass sie aufwachen und sagen, oh, okay, da stimmt was nicht, da stimmt was, und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das kannst du richtig beobachten, wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust. Und das ist unaufhaltsam. Und natürlich, da brauchen wir diese ganzen Sachen. Diese Verträge habe ich auch gesehen. Und da gibt es auch ziemlich große Aufstände dann auch, wenn das Ganze ins Rollen gebracht wird. Wir sind dran, das zu organisieren im kleinen Raum. Also, ich würde mich freuen, wenn es Aufstände gäbe, ja, weil das ist ja bei Corona nur sehr verhalten vorgekommen. Also klar gab es die berühmten Corona-Demos, aber die haben leider eine bestimmte Durchschlagskraft nicht erreicht. Mhm. Und natürlich gab es Widerstandsmedien, die sich formiert haben. Aber zum Beispiel auch bei dieser Sache, dass immer mehr Menschen aufwachen oder dass immer mehr Menschen merken, dass etwas schiefläuft. Ja, das sehe ich einerseits schon, aber ich sehe andererseits auch die große Resignation, weil nämlich andere Modelle fehlen. Man weiß nicht so recht, es ist ja ziemlich gruselig, das, was du gerade ansprachest, ne, geht ja in Richtung Social Credit System, du kannst Reichweiten kürzen, du kannst in Shadowban geraten online, du kannst aber auch immer mehr gesteuert werden übers Digitale, das haben wir ja auch bei den Impfnachweisen gesehen und so weiter, wo das hinführen kann. Und ich sehe da eher Resignation, weil man nicht weiß, wie kann man jetzt als einzelner Mensch, als ganz normaler einzelner Mensch, der jetzt keine Machtposition hat, keine Entscheidungsbefugnis, wie kann man dem entgegensteuern? Und ich glaube, das fehlt, das muss entwickelt werden. Ich denke aber, das ist ja der Punkt, eben genau in diese Kraft zu kommen und zu erkennen, jeder hat diese Kraft und es kommt auf jeden Einzelnen an, was dazu beizutragen. Ja, also eben dieses Bewusstsein auch dafür zu schaffen. Das Bewusstsein ist sicherlich der erste Schritt, aber ich glaube, dann muss man auch wirklich etwas tun wollen. Genau, aber es ist ja die Entscheidung, auch jetzt gerade bei den Medien, da haben wir auch schon andere Sendungen dazu gemacht, ich entscheide mich ja immer, konsumiere ich das, was konsumiere ich oder fliegt es einfach bei mir raus? Das ist ja eine Entscheidung so, esse ich Fleisch, esse ich kein Fleisch? Also ich habe ja die Entscheidung zu sagen ja oder nein. Und in dem Augenblick, wo ich einer Sache die Energie entziehe, habe ich eine Entscheidung für mich getroffen, um etwas zu verändern. Und das Problem ist nur, dass viele Menschen immer glauben, ach, ich Einzelner, ich kann nichts ausrichten. Und ich bin davon überzeugt, wir müssen den Menschen sagen, doch, jeder Einzelne kann etwas ausrichten, weil wenn jeder Einzelne in ihre Kraft kommt, dann wird sich etwas verändern und dann gibt es sowas wie eine kritische Masse. Und das ist genau beim großen Jahresthema für 2024. Ich habe extra jetzt für unsere Sendung hier meine Berechnungen vorgezogen. Normal mache ich das immer erst im Dezember, ja, für meine YouTube-Jahresvorschau. Jetzt habe ich gedacht, ich muss jetzt doch schon mal das Leitmotiv mich dem nähern. Habe da jetzt auch viele Wochen mit zugebracht. Und es wird über die Multiplikatoren laufen. Ja? Die Multiplikatoren, die erwachen aus ihren Schläferzellen. Man kann sagen, in der Sturm- und Drangzeit, jetzt 2021, 2022, 2023, da ist eben ein externes Feindbild projiziert worden, um sozusagen eben alle machtlos und ohnmächtig zu halten. 2024, da kommt der größte Feind von innen. Das heißt, Menschen, die auch in Machtpositionen sitzen innerhalb des Systems, beginnen dagegen zu revoltieren.
Teilweise, indem sie wirklich dann mit aller Vehemenz radikale Reformen dort anstoßen. Andererseits aber natürlich auch durch interne Sabotageakte und solche Dinge. Also gegen das eigene System. Genau, das wird jetzt 2024 losgehen. Der größte Feind kommt von innen. Und das Gleiche sehe ich, was die Energie anbelangt. Viele Menschen haben jetzt schon, das hat schon begonnen übrigens, sehr viele Albträume und merken, dass da energetisch Frequenzen ausgesendet werden, die einen beeinflussen sollen. Und das funktioniert. Wenn du niedrig schwingst und nicht mit dir arbeitest beispielsweise oder deine Themen nicht angehst, merkst du, dass du beeinflussbar bist. Das ist ganz was für mich was ganz Natürliches, für Menschen, die sich mit Energien beschäftigen, auch. Der Feind kommt von innen, ergibt dann einen sehr großen Sinn sogar, weil dann kann es wirklich sein, dass die Menschen, wenn sie auf diese Frequenzen reagieren, sind steuerbar. Aber wie? Und zwar, was das Essverhalten betrifft, was das Konsumverhalten betrifft, was Wut betrifft beispielsweise. Also das funktioniert alles. Du kannst Menschen mit Frequenzen steuern, wenn der Mensch sich nicht dessen bewusst ist, dass er Energie oder Frequenz ist. Weil dann kannst du nämlich ganz einfach aussteigen. Und das ist ein großes Thema, das jetzt ins Feld kommt. Sehr großes Thema. Genau, und wenn die Multiplikatoren beginnen auszusteigen, dann folgt auch die breite Masse hinterher. Also über den Mechanismus wird es funktionieren. Sind wir auch Multiplikatoren? Vermutlich schon, oder? Als Journalisten und als Medium sowieso und als Astrologe vermutlich auch. Was ich noch sagen wollte, ich kann mit dem schon was anfangen, oder? Mit dem Innenfeind. Das wollte ich eigentlich vorher gerade noch in die Diskussion werfen, als es da darum ging, ja, wie sind eigentlich die Medien, Shadowbanning, also wird da irgendwie die Reichweite wird reduziert, das haben wir oft erlebt in dieser Zeit, ja. Gibt's heute übrigens auch noch. Und das kann man natürlich schon auch runterbrechen. Das ist vielleicht meine Aufgabe an diesem Tisch, das wieder pragmatisch runterzubrechen auf konkrete Dinge. Ich meine, Twitter zum Beispiel, oder? Heute heißt X. Das war ja unglaublich, das hat ja der Elon Musk jetzt aufgedeckt, als er Twitter übernommen hat, wie da systematisch Zensur geübt worden ist, wie Leute eben die Reichweite eingeschränkt wurde, wie Dinge weggelöscht worden sind, dass die amerikanische Regierung verschiedene Stellen direkt Einfluss nehmen konnten auf ein solches soziales Medium. Und das im kleinen Rahmen habe ich es auch in der Schweiz erlebt. Ich habe das aufgedeckt in einer Recherche. Da hat der CEO des Ringier-Konzerns, einer der größten international tätigen Medienkonzerne in der Schweiz, der gibt unter anderem den Blick heraus, das Pendant zur Deutschen Bildzeitung. Der hat in einem kleinen Rahmen, in einer Konferenz unter sich quasi gesagt und hat eben noch betont, er wäre froh, wenn das nicht an die Öffentlichkeit gelangen würde. Es solle bitte in diesem kleinen Kreis bleiben. Ich habe diesen kleinen Kreis ein bisschen größer gemacht, indem ich das Video veröffentlicht habe in den Medien. Das hat auch bis Deutschland dann Wellen geschlagen. Und er hat eben gesagt, die Journalisten, die Redaktionen sollten in dieser Corona-Zeit systematisch die Regierung unterstützen. Und als Journalist muss ich sagen, das ist ja eigentlich Selbstmord der vierten Macht, wenn man nicht mehr kritisch ist. Man sagt ja, die Medien sind die vierte Gewalt, idealerweise. Das heißt, sie müssen den Mächtigen auf die Finger klopfen, sie müssen Missstände aufdecken, aber sicher nicht einfach blindlings die Regierung unterstützen, egal wie korrupt oder wie kriminell diese Regierung ist. Das kann es ja wohl nicht sein. Und eben diese... Und das passt für mich zum Teil eben zu dieser These vom Innenfeind. Das ist ja nicht aufoktroyiert worden von einer bösen Macht von außen, sondern die Medienkonzerne haben das selbst gemacht. Etwas Ähnliches stelle ich jetzt im europäischen Raum fest. Ich meine, natürlich gibt es in anderen autokratischen Staaten Zensur. Aber die Antwort darauf, dass zum Beispiel in Russland vielleicht die Medien nicht immer nur ganz frei sind, kann ja nicht sein, dass die EU russische Fernsehsender verbietet. Das macht sie ja gerade. Da müssen wir sagen, wir müssen doch die Freiheit wahren und eben nicht eben auch auf dieses Niveau einsteigen. Und wenn ich den neuen Digital Services Act zum Beispiel der EU betrachte, da geht es auch darum, systematisch soziale Medien an die Kandare zu nehmen, zu beeinflussen, Zensur auszuüben. Das ist auch nicht irgendetwas, das von außen kommt. Das sind nicht die Marsmenschen, die uns jetzt knebeln, sondern wir machen das selbst. Und das ist für mich als Historiker schon eine sehr starke Gefahr, wenn ich das anschaue. Eben, ich habe es vorher gesagt, diese Epochenschwelle 1989, 91, Ende des Sowjetblocks, Mauerfall, dieses Freiheitsgefühl, das ist jetzt ja, kam damals auf, aber wir zerstören es zunehmend selbst. Und da kann ich ja in diesem Sinn sehr viel anfangen mit dieser These. Ganz konkret, dass eben nicht eben von außen böse Mächte sind, sondern wir machen uns selbst eigentlich diese Freiheit mehr und mehr kaputt. Ein anderes Beispiel, um immer konkret zu bleiben, das ist meine Aufgabe als Journalist, dass man auch sagt, zum Beispiel politische Korrektheit.
wir dürfen gar nicht mehr frei reden. Wie oft höre ich, dass es Leute sagen, ich darf gar nicht mehr sagen, was ich denke. Das wird vorgeschrieben, es wird gegendert, es gibt überall Vorschriften, das darf man nicht sagen, jenes darf man nicht denken. Also wir greifen unsere Freiheit eigentlich von innen heraus selbst an. Bleiben wir mal bei diesem Block Medien, Medien der Zukunft, alternative Medien, Medien. Ulrike, wie entwickelt sich das 2024? Philipp hat jetzt gesagt, da kommen noch mehr Restriktionen auf uns zu. Klar, also ich sehe es natürlich auch und nehme das wahr. Und wir haben auch während der Corona-Zeit gerade auch all die Kanäle gesehen, die dann gesperrt wurden und einfach auch teilweise mit 100.000 Abonnenten nicht mehr senden durften. Die Frage ist dennoch nur, also wie wird sich das jetzt entwickeln? Also ich glaube auch, dass die Entwicklung in naher Zukunft schwierig sein wird. Weil natürlich gibt es einerseits Erfolgsgeschichten und natürlich kann man auch als alternatives Medium, als unabhängiges Medium, wie man es nun nennen möchte, sehr erfolgreich sein. Und es gibt ein wachsendes Publikum für alternative Medien. Und auch bei der Achse des Guten nehme ich wahr, dass wir natürlich viele Leute haben, die uns gerne lesen, die uns über Spenden unterstützen und die das ganz toll finden. Nur es kommt halt nicht über einen gewissen Zenit hinaus. Und das hat was mit Sabotage zu tun. Also einmal eben Restriktionen, die angesprochen werden. Auch jetzt geschieht es ja schon, dass Shadowbanning stattfindet beispielsweise oder dass wir als Achse des Guten, obwohl wir eine gewisse Größe haben, überhaupt nicht vom Mainstream zitiert werden. Höchstens indirekt. Also wir merken immer, die lesen alle mit, klauen unsere Themen teilweise, aber wir werden nicht zitiert. Und das ist ja schon Marktverfälschung. Und würden sie uns zitieren, wären wir schon viel größer wahrscheinlich oder schon in einer ganz anderen Reichweite. Und aktuell haben wir zum Beispiel bei Achgut mit anonymen Twitter-Trollen zu kämpfen, also schon seit rund einem Jahr. Die schreiben im Prinzip auf Twitter öffentlich mit irgendwelchen albernen Namen Unternehmen an. Also besser gesagt kommentieren auf Unternehmensseiten. Ja, wie kann denn eure Werbung bei Achgut ausgespielt werden? Das ist ja ein ganz böser rechtsradikaler Blog. Und dann sorgen die Unternehmen dafür, dass ihre Werbung nicht mehr auf unserer Seite ausgespielt wird. Und das war natürlich fatal für uns. Also wie gesagt, läuft jetzt schon eine ganze Weile. Und so etwas geschieht und da kämpft man dann schon gewissermaßen gegen Windmühlen, denn natürlich versuchen wir alles Mögliche, machen Kampagnen und bis jetzt, toi toi toi, geht's ja auch noch gut. Aber es erschwert eben den Weg und deswegen sprach ich von Sabotage. Das sind alles Dinge, die den Widerstand erhöhen. Und deswegen, ich wünsche mir natürlich, dass das floriert bei all diesen tollen Medien, die es gibt, aber ich habe da eher ein schlechtes Gefühl, zumindest für die nächste Zukunft. Ich hoffe, dass es sich in Zukunft noch verändert. Und noch eine Sache an dem Punkt. Ich bin der Meinung, es müsste viel mehr Kooperation zwischen verschiedenen alternativen Medien geben. Ist einerseits nicht ganz so einfach, weil wir natürlich auch an einem bestimmten Punkt Konkurrenten sind oder eben eine unterschiedliche Ausrichtung haben. Wir sind ja keine Sekte oder sowas, wir sind ja völlig normale, unabhängige Unternehmen. Aber ich glaube, ohne wird es nicht gehen, weil sonst kommt man, wie ich sagte, über einen gewissen Zenit nicht hinaus oder es gibt wie so eine Art gläserne Decke, die man nicht durchbrechen kann. Und das beobachte ich bei den anderen übrigens auch. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, da braucht es mehr Vernetzung, um die Durchschlagskraft zu erhöhen. Ja, ich möchte Mut machen. Also kopiert zu werden ist eigentlich die höchste Form der Anerkennung. Es ist durchaus positiv, wenn die anderen einem abschreiben. Ja, jetzt im Ernst, also ich sehe es schon auch so, dass eine sehr spannende journalistische mediale Szene in diesen letzten Jahren entstanden ist, aber dass viele eben schon Mühe haben, vielleicht auf Dauer zu überleben. Das sieht man generell bei dieser Corona-kritischen Szene, jetzt unabhängig auch mal vom Journalismus. Da gibt es Splittergruppen, zum Teil bekämpft man sich auch, es menschelt auch überall ein bisschen, oder menschliches, allzumenschliches gibt es überall. Und da kann die Schlagkraft schon verloren gehen. Ich wurde oft auch schon angegangen, gefragt, ja, wie kann man das machen? Soll man sich da zusammenlegen? Ist nicht ganz einfach, weil am Schluss sind das auch wirtschaftliche Entitäten, die funktionieren müssen, die auch mit Konkurrenz funktionieren. Also grundsätzlich jetzt als Demokrat, Liberaler, Konservativer, was auch immer, finde ich durch Konkurrenz befruchten, das ist großartig. Also möglichst viele Medien sollte es geben. Und ein konkreter Schritt, wenn wir ein bisschen schon auf das nächste Jahr wieder schielen,
ist zum Beispiel in der Schweiz, da gab es eine Volksinitiative, die erfolgreich durchgekommen ist, Halbierung der Gebühren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der SRG, der SRF-Sender in der Schweiz, das wäre also vergleichbar mit ARD und ZDF in Deutschland. Und die treiben horrende Gebühren ein, das ist eine faktische Steuer. Jeder muss das bezahlen. Früher war es noch sogenannt geräteabhängig. Da kommt, wenn der Kontrolleur an der Tür stand, konnte ich sagen, nein, ich habe kein Radio, kein Fernseher, du betrittst meine Schwelle nicht. Die hatten keinen Hausdurchsuchungsbefehl, da sind wir abgezogen. Man musste nicht bezahlen. Das wurde aber geändert. Jetzt gibt es eine sogenannte Haushaltabgabe. Also in einem Haushalt ist jeder, jeder wohnt, lebt irgendwo, also muss auch jeder bezahlen. Das ist eine faktische Steuer. Und das muss man verhindern. Ich meine, das ist absolut schädlich, dass quasi vom Staat eingetrieben, parastaatlich, ein quasi-staatlicher Sender entsteht, der dann große Wettbewerbsvorteile hat gegenüber den Privaten. In der Schweiz verfügt diese SRG über 1,5 Milliarden Franken. Das ist sehr viel Geld. Da kann man wirklich sehr viele gute Fairtalks machen für 1,5 Milliarden Franken pro Jahr. Das ist unglaublich, oder? Das ist eine nicht zu gutierende, nicht faire Konkurrenz gegenüber dem Privat. Und das wäre ein erster konkreter Schritt, dass man sagt, dieses Staatsfernsehen gehört abgeschafft. Ich überlege gerade, ob ich... Ja? Ich überlege gerade, ob es an der Stelle sinnvoll wäre, einen Spendenaufruf zu machen. Weil ich jedes Mal immer sage, wenn von den Abonnenten und Abonnentinnen, die wir haben, nur jeder einen Euro erstmal geben würde, grundsätzlich wäre damit schon geholfen. Aber gut, das mal an anderer Stelle nochmal. Christoph, der Feind kommt von innen. Das, was du eben gerade gesagt hast, im Abgleich mit dem, was Ulrike vermutet. Es ist auch bei den Medien so und bei den Mainstream-Medien, dass ich von immer mehr auch Kolleginnen und Kollegen höre, die die Nase gestrichen voll haben. Genau, und zwar bis unters Dach. Ja, also ich habe ja viele Klienten, die aus großen Medienhäusern kommen und die schon seit 2020 sagen, ich fühle mich da vollkommen unwohl, es ist ein Wahnsinn, wie da eigentlich mit der Meinungs-, mit der Pressefreiheit umgangen wird, die aber dann entweder einfach irgendwie heimlich raus sind aus dem Ganzen, wie gesagt haben, ich ertrage es nicht mehr, oder die halt einfach die Klappe gehalten haben, um weiter ihre Familie ernähren zu können. Ja. Und das werden, glaube ich, jetzt auch die sein, die jetzt da aufstehen in dieser Phase. Wie ihr es geschildert habt, ja, das ist eigentlich gerade so ein tolles Beispiel gewesen, in was für einem Epochenwechsel wir gerade drin sind. Mhm. Überlegt euch mal, vor 50 Jahren, wenn ihr Journalistik tätig hättet sein wollen, ihr musstet zu einer dieser großen Zeitungen gehen oder zum Provinzblatt, ja, und ihr hattet da kaum eine Auswahl und da musstet ihr natürlich noch viel, viel mehr denen nach dem Schnabel schreiben. Ja, ich komme ja ursprünglich aus Tirol, da gibt's die Tiroler Tageszeitung, die haben teilweise bis zu 70-80% der Leute gelesen. Wenn du dort in Tirol Journalist werden wolltest, über Jahrzehnte, das war die einzige Möglichkeit. Ja. Heute kann im Grunde jeder von uns, von euch, sein eigenes Medium aufmachen, seinen YouTube-Kanal, sein Twitter, sein Blog, was auch immer, und plötzlich Zehntausende, Hunderttausende Menschen erreichen. Das ist doch schon mal ein Riesenfortschritt für die Meinungsfreiheit. Das natürlich jetzt, die alten Dinosaurier der alten Erdeboch jetzt kommen und sagen, okay, das wollen wir uns jetzt einverleiben und da wollen wir jetzt sozusagen da einiges davon abdrehen und mundtot machen. Das ist ein natürlicher Reflex, ja, aber auf Dauer werden die sich nicht halten können, weil natürlich jetzt der neue Zeitgeist, der ist ganz eindeutig dezentralistisch. Ja, also da sieht man ja schon, wo die Reise dann hingehen wird. Also dezentral. Genau. Okay, aber das finde ich nochmal ganz spannend, bevor ich dann zu dir komme, Birgit, dir gehören dann die nächsten 10 Minuten. dezentral, weil du gerade sagtest, wir müssen mehr zusammenarbeiten, also die alternativen Medien, aber vielleicht ist das auch gerade der Grund, warum es besser ist, wenn, also wir kooperieren ja schon auch miteinander, aber es gibt eben nicht diese eine Zentrale, wo ein paar Leute walten und schalten und sagen, was passiert, sondern jeder hat halt sein eigenes Projekt und versucht damit irgendwie ein Stück weit auch zu dieser Medienrevolution ein kleines bisschen beizutragen. Ja, also ich sprach auch nicht von einer Fusion oder so etwas. Nur trotzdem, ich sehe ja auch, wie unterbesetzt alles ist. Also einerseits kann man ja stolz sein, wie diese Medien, also mit wie wenig Menschen diese Medien überhaupt funktionieren oder wie improvisiert es funktioniert. Oder wenn man an all die Blogger denkt, die ganz alleine ihren Kanal betreiben und was die für eine Qualität mitunter erreichen. Natürlich ist das total bewundernswert. Oder hier Fair Talk, da
Das ist ja wie ein Fernsehstudio eigentlich. Naja gut, ich habe heute Nachmittag diesen Tisch hier aufgebaut. Und, nein, vielen Dank ans Team. Also die Effizienz und was man alles schaffen kann und wie viel Kreativität und Herzblut in diesen Projekten steckt, das ist natürlich was absolut Positives. Und das ist auch toll und das finde ich auch wunderschön. Nur es knarzt und knirscht im Alltag mitunter. Und da denke ich mir manchmal, ach, es ist einfach, es wäre leichter, wenn man das Ganze auf mehrere Rücken verteilen würde. Birgit. Ich möchte da was wirklich Positives jetzt mal einfügen. Das ist vorhin schon auf der Zunge gelegen. Die Zeitqualität, du sagst Zeitepoche oder keine Ahnung, Zeitqualität, ich nenne es so, ist eben diese Beständigkeit, weil es sind ganz viele jetzt in den Startlöchern. In den Startlöchern heißt oft 2-3 Jahre von Pionierarbeit. Also diese ganzen neuen Sender, das ist Pionierarbeit. Und diese Pionierarbeit benötigt etwas, und zwar Beständigkeit. Und diese Beständigkeit bringt dann bei den Menschen das Vertrauen. Denn diese Zeitqualität der neuen Zeit ist die Wertschätzung und die Wertigkeit. Und das hat nichts mehr mit oder wenig mit Geld zu tun. Mhm. Das Geld geht nicht weg, aber es wird nur anders eingesetzt. Und zwar, da werden Spenden kommen, und zwar sehr viele. Aber die Menschen möchten diese Beständigkeit haben. Und zwar wollen sie wirklich schon, bleibst du jetzt wirklich oder warst du nur ein bisschen, hast die Klappe groß aufgerissen, weil du Corona nicht gemocht hast oder ähnliches, sondern wirklich die Beständigkeit ausdehnen. Und das ist auch ersichtlich, dass diese Pionierarbeit, die jetzt entstanden ist in den letzten 2-3 Jahren, die dehnt sich aus, aber nicht 5 Jahre, 10 Jahre, sondern wirklich Jahrzehnte. Mhm. Und das ist diese Wertschätzung, die kommt erst, weil diese, ich spreche oft davon, es klingt esoterisch, aber Wertschätzung ist die neue Währung der neuen Zeit. Und das unterschätzen viele. Und Spenden, ich mache das ja regelmäßig, ich spende ja regelmäßig 3% meiner Einnahmen im Monat, und zwar an unterschiedliche Organisationen, egal was. Meistens geht es ums Gesundheit oder ähnliches. Und das ist etwas, auch ein großes Thema, was zu uns kommt. Immer mehr. Ich sage jetzt nicht nur fürs nächste Jahr, sondern in den nächsten 10 Jahren werden wir das sehr erfolgreich erleben, dass auch sehr, sehr reiche Menschen sehr viel spenden werden. Weil die sitzen noch immer hinterm Vorhang und halten sich zurück. Und da wird noch einiges geschehen. Dann sind wir saniert, dann kommt's gut. Nein, die Frage ist schon, ich hoffe, du behältst recht. Bei unserem Fernsehsender, wo ich auch einen Talk habe, das lebt auch momentan vor allem von Kleinspenden. Man muss sich schon überlegen, ist das ein Businessmodell für die Zukunft, oder kann man immer von Spenden leben, von Aufrufen, wie du auch immer schön machst am Anfang der Sendung und manchmal auch dazwischen, wenn es das Stichwort eben hergibt von 1,5 Milliarden Gebührengeldern. Naja, ich bin schon selbst genervt von mir. Also wenn ich die Videos mal angucke, dann muss ich das immer wegscrollen, weil ich denke, oh Gott, also ich kann das schon verstehen, wenn da jemand sagt, also jetzt will er schon wieder. Aber ja, wir müssen halt aufmerksam machen. Ja, es muss schon darum gehen, irgendwo ein Businessmodell daraus zu machen. Und ich glaube nicht, dass man auf die Dauer, es ist wirklich das Thema jetzt, beständig zu werden, nicht nur nach 2-3 Monaten, nach einem halben Jahr, nach 2 Jahren den Laden dicht machen zu müssen. Aber es muss schon natürlich auch finanziell funktionieren. Gerade im Online-Journalismus ist das relativ schwierig. Da sind ja die Margen sehr klein. Man bekommt da sehr wenig auch für Werbung, für die einzelnen Ad-Impressions und so weiter. Also es ist nicht ganz einfach, da ein gutes Modell zu haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass das funktionieren kann. Und dass wir hier sitzen, ist ja auch ein kleiner Beweis dafür, dass es funktioniert. Mhm. Ja, wir haben, und ich meine, da haben wir uns ja auch kennengelernt beim Aletheia-Kongress in Zürich. Da ging es ja um diese ganz vielen Themen der Zukunft. Auch ein Thema war unter anderem Medien, die Medien der Zukunft. Und da zeigt sich eben auch, was sich alles gerade entwickelt. Und das sind eben diese positiven kleinen Impulse, aus denen aber ja dann so, wenn man sie zart gießt, große, schöne Pflanzen werden können. Ja. Und dennoch ist es wieder jeder Einzelne, der aus seiner Ohnmacht rauskommen sollte, um zu schauen, was ist das, was ich beitragen kann. Und nicht jeder kann einen Medienkanal gründen und nicht jeder kann irgendwie eine neue Kindertagesstätte aufbauen. Aber jemand kann sich vielleicht auch mit seiner Gitarre in die Fußgängerzone spielen und den Menschen einen guten Moment machen. Also ich glaube, es geht einfach darum zu erkennen, was kann ich, wer bin ich und was kann ich beitragen zu dem Ganzen. Und das ist so meine Wahrnehmung der Zeitqualität, die wir gerade haben. Ja, definitiv. Und es geht jetzt eben darum, aus dem Individuellen heraus
Entitäten, Einheiten zu schaffen und die dann sozusagen über flexible Netzwerke zu verbinden. Also wir haben nicht mehr diese Baumstrukturen der Erdepoche, diese hierarchischen, wo es halt eine Organisation gibt und da muss man sich dann empordienen, sondern im Grunde jeder von uns kann aus sich selbst und aus seiner Individualität heraus was Neues in die Welt reinbringen und dann, so wie ihr es da vorher angedacht hattet, dann ist nicht so, dass man sagt, es gründet man einen Verband oder eine Vereinigung der unabhängigen Medien oder so, das wäre wieder das alte Ding. Nee, man schaut wirklich spontan, je nach Fall, je nachdem, wie es sich gerade gut ergibt, macht man halt wieder eine Kooperation, dann sieht man sich vielleicht wieder 2 Jahre nicht und dann kommt halt wieder ein Thema, wo es notwendig ist. Ja, das ist ja auch die einzige Möglichkeit auf diese extreme Fluktuität. Ja, also wir haben ja diese Seifenblaseneffekte, wir haben diese Disruptionen, das wird jetzt zum neuen Normalzustand werden. Ja, also dass sozusagen dieser gemächliche Gang der Weltordnungen gehört der Vergangenheit an. Veränderungen passieren wirklich exponentiell, ja, also nicht mehr linear, sondern wirklich mit sich permanent verdoppelnder Geschwindigkeit. Und das können wir eben nur über solche flexiblen Netzwerke von starken Individuen lösen. So langsam bin ich ein gläubiger Astrologe. Du hast ja gesagt, 2020 große Umbruch. Wenn ich das jetzt auf meine Biografie unterbreche, ich habe mich damals selbstständig gemacht, aus einer hierarchischen Organisation wie der Weltwoche rausgetreten, selber eigene Kommunikationsagentur gegründet und schreibe jetzt und interviewe in ganz verschiedenen Medien. Also irgendwie dieser Netzwerkcharakter, das nicht mehr in der Hierarchie unterstellt sein, trifft für mich zufällig aufs Jahr 2020 zu. Also langsam glaube ich wirklich an alles, was auf der Abtischseite gesagt wird. Das ist halt das Erstaunliche, wenn du einmal offen bist, dich damit zu beschäftigen und das zulassen kannst. Ja, ich meine, ich selber habe das ja vor 15 Jahren, hätte ich das alles für großen Nonsens gehalten. Und es ist dann halt in meinem Leben vieles passiert in diesen vergangenen 15 Jahren, das dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, die Antworten liegen nicht da, wo ich sie gesucht habe. Sie liegen woanders. Ja, und habe dann natürlich auch festgestellt, okay, eben dieses spirituelle, esoterische, wie man auch immer es nennt, es ist ja ein Kampfbegriff. Es wird belächelt, aber auf der anderen Seite nehme ich auch gerade wahr, und das zeigen ja auch eure Beispiele, wie groß die Sehnsucht danach ist, nach anderen Lösungen, nach anderen Antworten. Weil die Zahlen sind ja gigantisch. Ja, genau. Da hat eben Corona eigentlich die entscheidende Wende gebracht. Das Ende der klassischen Wahrheitssysteme. Mhm. Man muss ja einsehen, okay, selbst die Wissenschaft ist teilweise machtlos. Ja, selbst altetablierte Machtkoryphäen oder Experten wissen manchmal auch nicht weiter. Dadurch kommt es jetzt zu einer Pluralisierung unseres Wissenssystems. Ja, also dass sozusagen sich jeder sein persönliches Weltbild, sein mit persönlichen Methodenkasten aus ganz unterschiedlichen Elementen zusammen bauen kann. Ja, und da gibt es ja auch eine ganz interessante Umfrage, wie viele Menschen glauben an Astrologie. Die gibt es mittlerweile schon seit über 100 Jahren. Jetzt bin ich gespannt. Das waren immer so maximal ein Drittel und zwar eigentlich in fast allen Ländern hier in Europa und in Amerika. Jetzt ist von YouGov vor kurzem eine neue Studie rausgekommen. Bei den unter 40-Jährigen sind es mittlerweile schon weit über 2/3. Es hat sich innerhalb von nur diesen 5 Jahren jetzt geändert. Also man sieht, die Menschen wollen sich keine Dogmen der Wahrheit mehr aufoktroyieren lassen, sondern jeder möchte seine eigene persönliche Wahrheit finden können. Ich möchte ein paar Prophezeiungen mit einbinden. Darf ich? Weil wir bekommen die ganze Zeit Bilder. Ich bin fast mittlerweile davon überzeugt, weil ich habe es auch jetzt wieder gesehen, dass die Astrologie sogar mal ins Schulsystem mit eingebunden wird. Mhm. Weil das geht jetzt rasant schnell. Also nicht nur die Energiearbeit, sondern auch die Astrologie. Bin mir ganz sicher, weil das breitet sich gerade aus wie ein roter Teppich. Dann bezüglich X, also Twitter, glaube ich, hat es einmal geheißen. Da bin ich überzeugt, die gehen noch einen Schritt weiter und zwar in Richtung AI, dass die dort Aufklärungsarbeit betreiben werden, was AI ist, welchen Einfluss es hat und so weiter. Also da kann man ganz extreme Bilder, weil er auch einen guten Einblick auch hat. Und er wird quasi eine Live-Berichterstattung bringen. Irgendwas kam noch, aber ziemlich viel zurück. Ja, wir haben jetzt das Thema Medien, ich würde sagen, oder alternative Medien im Allgemeinen, einen Haken dahinter gemacht. Und was mir gerade dazu nochmal einfällt, ist auch dieser Gedanke. Und auch das ist etwas, was, glaube ich, das ganz doll zeigt. Es geht doch am Ende wieder darum, dass alle zusammenarbeiten zum Wohle
des Einzelnen. Also das, was ich mir auch immer gewünscht habe bei Schulmedizin und Alternativmedizin, dass es eben nicht diese Spaltung, diese Grabenkämpfe gibt, die wir bei so vielen Themen haben, die es aber auch eben zeigen, dass der Mensch das eigentlich nicht möchte. Wir wollen nicht die ganze Zeit in der Spaltung sein. Wir wollen nicht die ganze Zeit im Ellenbogenkampf, im Krieg miteinander sein, sondern wir wollen doch eigentlich, dass wir zusammen in Eigenverantwortung, aber dennoch zusammen als soziale Wesen eine gute Zukunft schaffen und dass es dem Einzelnen gut geht. Und wann wollen wir das? Ab dem Zeitpunkt, wo es schmerzt. Wenn es mal richtig schmerzt, wollen wir es nicht mehr. Und so tickt der Mensch. Das ist beispielsweise mein Krankheitsverlauf. Ich war ja seit der Kindheit an krank. Es hat immer mehr geschmerzt, bis ich realisiert habe, was da eigentlich ist, und zwar die Medialität leben. Und jegliche Krankheit, die mir aufattestiert wurde, wurde dann von mir schlussendlich geheilt. Die Medizin hat es nicht geschafft, und zwar der Mensch, dass er kraftvoll ist. Es muss manchmal so wehtun, dass wir wirklich uns hinsetzen und sagen, so, und jetzt ändere ich was. Ja, oder wie Bertolt Brecht gesagt hat, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Mhm. Ich hätte noch mal eine Frage zur Pluralität, was bei euch beiden gerade angeklungen ist. Also, dass alles sich immer weiter verzweigt und dass diese alten Schemata nicht mehr gültig sind. Wie schafft man es, damit zu leben und den Überblick zu bewahren und nicht überfordert zu werden davon? Ja, da brauchst du natürlich jetzt ganz neue, sagen wir mal, psychische oder geistige Techniken dazu. Ja, also was jetzt so, keine Ahnung, vor Jahrzehnten schon mit autogenem Training und so weiter losgegangen ist, oder dass man sich sein Mindmap macht. Das waren ja so die ersten, sozusagen, die ersten unbeholfenen Schritte in die Richtung. Ja, da werden wir natürlich jetzt so noch viel faszinierendere Methoden und Techniken erleben, aber gleichzeitig auch, und das bestätigen übrigens ja auch die neuesten medizinischen Studien, haben wir natürlich schon eine extreme Zunahme bei geistigen Erkrankungen. Ja, also nicht nur Depressionen, Schizophrenie und so. Die Zahlen sind teilweise zwei, teilweise sogar dreistellig explodiert die letzten Jahre. Das heißt, da sieht man schon, das ist die neue Herausforderung. Ja. In der Erdepoche, da war es die Herausforderung, unsere Körper, die von der manuellen Arbeit geschunden sind, sozusagen wieder gesund zu machen. Jetzt in der Luftepoche, da geht es um Werkzeuge, wie wir unseren Geist gesund halten oder wieder gesund machen können. Das wird eine der großen Themen sein, definitiv. 2024, Philipp, wir gehen jetzt mal aus dem Detail auf die große Ebene, auf die Weltbühne, deiner Einschätzung als Journalist, was die Kriege angeht, was die ganzen wirklich unerträglichen Nachrichten angeht, die von denen wir täglich umgeben sind. Wie entwickelt sich das aus deiner Sicht weiter? Und als Journalist habe ich eben nicht die Kristallkugel, sondern ich kann einfach schauen, auch Historiker, was gewesen ist, das wird sich auch irgendwie jetzt weiter fortsetzen. Wir haben diesen Krieg jetzt in Europa, im Nahen Osten, und ich sehe überhaupt keine großen Bestrebungen, das jetzt in einer kurzen Zeit zu beenden. Das hat mich auch immer ein bisschen beelendet. Ich habe gedacht, Ukraine, wo sind eigentlich die Versuche, da einen Frieden zu schließen? Das war gar kein Thema. Keine Seite hat sich offenbar irgendwie dafür interessiert. Das fand ich schon merkwürdig. Ich meine, Diplomatie ist eigentlich dazu da. Egal, wie krass ein Krieg im Moment läuft, hinter den Kulissen zumindest, müsste man noch daran arbeiten. Und da sehe ich nicht allzu große Ansätze. Von daher, ja, ich meine, die Jahresendaussichten sind relativ düster. Jetzt haben wir noch den neuen Krieg im Gazastreifen, Israel. Es sind neue Kriege dazugekommen. Es gibt immer diese Kriege auf der Welt. Und das hat mich ja zum Teil auch ein bisschen schon merkwürdig gestimmt. Wie einseitig das auch wahrgenommen wird. Jetzt aus Schweizer Sicht ist ja die Neutralität eigentlich genauso ein Instrument eben der Versöhnung. Und man sagt, man versucht eben nicht Partei zu sein, sondern draußen zu stehen. Und wenn man das als Kleinstadt macht, ist das vielleicht eine bessere Überlebensstrategie, als in die Machtkämpfe einzusteigen. Das hat sich ja historisch so bewährt, aber es hat sich nicht nur bewährt für die Schweiz, sondern eben auch international. Die sogenannten guten Dienste, warum sind so viele internationalen Organisationen zum Beispiel in Genf in der Schweiz angesiedelt? Eben deshalb, weil der Schweizer Staat neutral war. Und diese Neutralität hat man jetzt
für mein Dafürhalten sehr leichtfertig praktisch aufgegeben, hat sehr klar Position bezogen in diesem Ukraine-Krieg und hat dieses Konzept, das sich über Jahrhunderte bewährt hat, eigentlich verraten. Und das wäre sehr wichtig in dieser kriegerischen Welt, auch im nächsten Jahr, ja, dass es eben Stimmen gibt, die sich aus diesem Durcheinander, aus diesem Gemetzel raushalten, die versuchen, eine neutrale Position einzunehmen, juristisch und politisch. Zum Beispiel eben nicht Waffen zu liefern, sondern zu sagen, nein, da machen wir nicht mit. Das heißt nicht, dass man gesinnungsneutral sein muss, das muss man klar unterscheiden. Man darf eine klare Meinung haben, man muss nicht alles gut oder schlecht finden. Man darf schlimme Taten schlimm benennen, aber man sollte eben politisch, juristisch neutral bleiben. Und das wäre ein möglicher Weg und das sehe ich viel zu wenig. Also ich sehe diese absolute Parteinahme, ähnlich auch jetzt im Krieg im Nahen Osten, es ist sehr schwierig, da überhaupt an den Tisch zu sitzen, gegenseitige Meinungen auszutauschen. Das merke ich auch persönlich. Ich habe zum Teil Mühe damit, andere Meinungen zu akzeptieren. Also das ist wirklich ein, ja, da ist eine sehr aufgeladene Stimmung da. Und jetzt journalistisch gesehen, ja, ich sehe da nicht, und einfach als Zeitgenosse, als Bürger, sehe ich nicht, wie das sich sofort irgendwie zum Guten ändern sollte. Im Gegenteil. Also es sind schon Konflikte, tiefreichen, und ich sehe nicht die Bereitschaft dahinter. Ja, auch der Supermächte ehemaligen, ich meine, die USA spielt auch eine nicht allzu positive Rolle vermutlich in diesem Konflikt in der Ukraine, um das zu deeskalieren, sagen Sie mal vorsichtig. Also da glaube ich schon, dass da noch weitergehen wird, und irgendwie sehe ich noch nicht da Licht am Ende des Tunnels. Ulrike, deine Einschätzung? Der Kriege? Ja, Ukraine, Nahost. Und es sind ja auch noch weitere Herde, die immer wieder Gespräch sind. China mit Taiwan. Und es kommt ja immer mehr dazu, ist der Eindruck. Ja, also Geopolitik ist natürlich ein kompliziertes Thema. Und da spielen ganz unterschiedliche Befindlichkeiten mit rein. Sicherlich ist es einerseits so, man sagt ja nicht umsonst, dass man von den meisten Kriegen auf der Welt sowieso nichts mitbekommt, weil darüber nicht berichtet wird. Also kaum einer berichtet über den Jemen, obwohl da auch ein ganz furchtbarer Krieg tobt. Aber das ist eben nicht in unserem Bewusstsein. Und was jetzt die anderen Kriege oder die anderen potenziellen Kriege anbelangt, man sagt ja immer, Krieg ist Politik mit anderen Mitteln. Und ich glaube, solange es eben diese ungelösten Konflikte gibt, kann es auch keinen wirklichen Frieden geben. Und wie man die entsprechenden Konflikte jeweils lösen kann, weiß ich nicht. Ich habe ganz oft den Eindruck, dass man eben versucht, so ein bisschen gegen die Regeln der Materie zu verstoßen, indem man eben Dinge zusammenbringen will, die nicht zusammengehören oder die nicht am selben Ort stattfinden können, wenn Menschen einfach sehr unterschiedlich ticken, wenn sie sehr unterschiedlich ein sehr unterschiedliches Weltbild haben, eine ganz andere Kultur, dann ist das einfach schwierig, dass die beiden sich miteinander versöhnen sollen. Und ja, also, und ich glaube, nicht nur auf Kriege bezogen, ich glaube generell, was Konflikte anbelangt, da vergessen wir modernen Menschen oft, dass wir letztlich auch sehr primitive Anteile in uns haben und bestimmte Gegensätze einfach nicht zusammen unterzubringen sind. Also der Klassiker ist ja, wenn sich politisch korrekte Leute darüber wundern, dass strenggläubige Moslems Homosexuelle am liebsten aufhängen wollten, zum Beispiel. Das ist aber nichts, worüber man sich wundern sollte, weil das nun einmal einfach so ist, wenn man zwei völlig gegensätzliche Einstellungen versucht, miteinander kompatibel zu machen. Und ich glaube, das würde man dem mehr nachgehen, würden sich einige andere Dinge erübrigen. Dann würde man auch nicht auf die Idee kommen, jetzt Menschen aus dem Nahen Osten zuhauf in den Westen bringen zu wollen, weil das einfach zwei völlig verschiedene Systeme sind, die da aufeinander krachen. Und was jetzt Israel anbelangt, also ich bin pro-israelisch und mag Israel als Land auch sehr gerne. Und für mich sind die arabischen Staaten keine besonders angenehmen Länder, und Israel ist die einzige Demokratie in dieser Region. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, sich vorzustellen, wie da ein Frieden vonstatten gehen soll, wenn die Fronten da so verhärtet sind und wenn eben so viel Judenfeindlichkeit auch von Seiten der Araber herrscht. Also da kann man sich das wünschen, aber ob das realistisch umsetzbar ist,
Das weiß ich nicht. Und wie dieser Krieg enden wird, weiß ich auch nicht. Also wenn du das so erzählst, was mir dabei immer sofort in den Kopf kommt, ist dieses, ich habe versucht, mir da ein Bild zu machen mit den Informationen, die ich halt bekomme. Und die Informationen bekomme ich ja mittlerweile überall. Sogar im Taxi gibt es mittlerweile diese Flatscreens, da laufen die Nachrichten. Und wenn ich dann in die Recherche einsteige und auf meinen Kanälen schaue und überall schaue, dann habe ich hinterher immer das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nichts. Also weil ich nicht da war, weil ich es nur über Dritte zugeliefert bekomme. Und dann komme ich immer wieder für mich zu dieser Entscheidung, dass ich sage, am Ende mein Mitgefühl gilt allen, die leiden müssen. Das ist das, was ich und am Ende, wer das Leid erzeugt, warum es erzeugt wird. Klar ist das wichtig, da sind wir dann wieder beim Historiker, das irgendwann aufzuspüren und aufzuarbeiten, aber das ist dann ja meist erst ein paar Jahre oder manchmal sogar ein paar Jahrzehnte später. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen verstehen, dass wir uns nicht gegenseitig an den Kragen gehen müssen und dass jeder das glauben darf, was er glauben will und dass keiner richtiger glaubt und keiner falsch glaubt, sondern dass das einfach in Ordnung ist, wenn wir endlich lernen, uns zu respektieren. Und wann respektieren wir uns? Wenn wir uns nicht aufhetzen lassen. Und sich nicht aufhetzen zu lassen, egal gegen wen, ist immer wieder eine Entscheidung, die ich selber bewusst treffen kann. Und ja, sagen kann, ich gehe nicht in die Spaltung. Ich mache bei der Spaltung nicht mit. Ja. Das kann man für sich selbst entscheiden, aber man kann ja nicht kontrollieren, wie verhält sich der andere. Und wenn der andere dir feindselig gegenüber gesinnt ist, dann musst du darauf in irgendeiner Form reagieren. Und es kommt natürlich darauf an, um welchen Konflikt es geht. Wenn es ein persönlicher Konflikt ist, dann kannst du den Menschen vielleicht aus dem Weg gehen, den Kontakt abbrechen oder dich irgendwie fernhalten, wenn du merkst, da ist eine Feindseligkeit oder das funktioniert nicht. Aber geopolitisch ist die Sache viel, viel komplizierter. Und jetzt aber nochmal an der Stelle, bevor ich dann zu Christoph und zu Birgit komme, weil mir das so wichtig ist. Wenn es wirklich darum ginge, um das unerträgliche Leid von Menschen, auch wenn es jetzt wieder heißt irgendwie, das ist so ein Beispiel, das wird schon 100.000 Mal gebracht, aber es ist das Beispiel für mich, an dem ich finde, ich gut festmachen kann, was ich meine. Wie kann es sein, dass nach wie vor jedes Jahr 2 Millionen Menschen an Hunger sterben? Ich verstehe das nicht. Und das sind oftmals Kinder, Frauen, die einfach nicht genügend zum Essen haben. Müsste nicht jeden Tag eine Empörungswelle durch dieses gesamte Land laufen? Müssten wir nicht auf alles andere verzichten, auf jegliche Form von Unterhaltung, wenn wir das mit Solidarität wirklich ernst meinen würden in einer solchen Überflussgesellschaft? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, das liegt in der Verantwortung der jeweiligen Länder. Und natürlich auch hier, natürlich gibt es da auch globale Interessen und da haben auch bestimmte Protagonisten ihre Finger im Spiel, um bestimmte Länder arm zu halten, sicherlich. Aber grundsätzlich glaube ich schon, ehrlich gesagt, jedes Land hat die Regierung, die es verdient. Und das kann... Ja, aber ich finde, es ist wirklich so. Das war doch immer so. Wann immer eine Revolution vorangebracht wurde oder wann immer sich ein System verändert hat durch die Menschen, durch das jeweilige Volk, dafür musste man etwas tun. Das fällt nun mal nicht vom Himmel. Das war doch bei uns auch so. Und ich glaube, das klingt jetzt vielleicht zynisch, aber ich meine es überhaupt nicht zynisch. Letztlich ist auch an diesem Punkt jeder für sich selbst verantwortlich. Und natürlich kannst du nicht gegen Windmühlen kämpfen, wenn du halt eine super korrupte Regierung hast, die Bevölkerung arm hält. Natürlich ist das schwierig, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss eine Veränderung dann aus diesen Ländern herauskommen. Dann müssen sich eben die Bessergestellten dieser Länder für ihre Länder einsetzen, was ja teilweise auch schon geschieht. Aber ich glaube, nur so kann es funktionieren. Ich glaube, mit Solidarität und ach, die Armen und so weiter, das haben wir jahrzehntelang gemacht, das klappt nicht. Es wird doch Millionen, Milliarden von Entwicklungshilfe gezahlt und das ist völlig sinnlos aus meiner Sicht. Und ich glaube,
das muss aus den Ländern heraus passieren. Aber wenn das Land eine Marionette ist, einer großen anderen Sache, ist das kaum möglich. Ich möchte da jetzt was dazu sagen. Erstens einmal, diese Kriege, die da jetzt kommen, und da kommen noch ein paar Brandherde, mir wurde das auch gezeigt, das Ganze wird auch sogar umziehen in die USA. Es wird mir aber immer wieder auch gezeigt, diese Kriege wären gar nicht möglich, wenn nicht gewisse Öffentlich-Rechtliche diesen Krieg führen würden. Geführt wird der Krieg über diese Medien. Und ich möchte jetzt noch mal was sagen, ich kann es nicht sehen im deutschsprachigen Raum, weil das möchten nämlich die meisten wissen, ob der Krieg zu uns kommt. Und nein, der kommt nicht. Aber was ganz, ganz klar ersichtlich ist, dass die Länder Spielbälle sind. Und zwar nicht nur Deutschland oder sonst irgendwer, sondern andere Länder, auch im Nahen Osten. Und mir geht es auch darum, wirklich zu sehen und den Menschen beizubringen, wir sind eine Menschheitsfamilie und wir sind nicht irgendein Spielball, wir sind nicht irgendein Konsumstück, das man schieben kann, sondern wir sind wirklich Menschen, die jetzt in eine Epoche der Wertschätzung hineingehen. Und da kracht es jetzt natürlich in einigen Ländern und da kracht es nicht nur in den Ländern, da kracht es in den Beziehungen, überall kracht es. Ja? Und das ist das große Aufbrechen. Aber was wirklich auch ersichtlich ist, dass das Spielbälle sind. Und dort, wo der große oder wo das große Drahtziehen ist und auch stattfindet, und zwar mit Blickpunkt in die USA, dort sehe ich, dass sehr viele, und zwar die Erde wird sich quasi wehren und dass da wirklich sehr viele Erdbeben kommen, Überschwemmungen kommen und wahrscheinlich auch ein größerer Ausbruch eines Vulkans. Also das heißt, sowas wie Karma gibt es auch und die Erde spielt da jetzt ein großes Spiel. Was deine Frage, was dich eigentlich umtreibt, wenn ich es richtig verstanden habe, was du mehrfach eingebracht ist eigentlich, Jens, die, ja, wie kann man aus dieser Ungerechtigkeit herauskommen, die es auf der Welt gibt? Ich möchte da noch eine andere Perspektive einbringen. Wir haben hier quasi die großen Erdzyklen, quasi, ja, was du oder auch du ins Spiel bringst. Wir sind ja vielleicht ein bisschen eben pragmatisch auf die kürzere Sicht ausgerichtet. Aber eine Perspektive noch fehlt, also du sagst eben Spaltungen bewinden, quasi bei sich selbst anfangen, das ist sicher richtig. Also dieses, sagen Sie, erzieherische Element, gibt es auch eine Verbindung zu deinem Votum, Immanuel Kant. Große deutsche Philosoph hatte gesagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also das spricht eben für deine These, man muss eben etwas selber tun. Man ist auch ein bisschen schuldig, wenn man in einem, jetzt im System lebt. Natürlich ist es schnell gesagt, oder? Aber das fängt bei den Leuten an. Das sehe ich schon ganz wichtig, als wichtig an. Aber eine neue Perspektive ist die eines großartigen Menschen, die ich da noch einbringen möchte. Ben Ferenczi, ich habe über den eine Biografie geschrieben. Das ist der letzte lebende, also nicht jetzt nicht mehr lebende, aber der älteste Chefankläger der Nürnberger Prozesse. Da wurden all diese Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg abgeurteilt. Er war im sogenannten Einsatzgruppenprozess als 27-Jähriger, Harvard-Student quasi, Harvard Law School direkt quasi, hat im Krieg mitgemacht auf amerikanischer Seite, ist ursprünglich aus Osteuropa, jüdischen Ursprungs. Und ist mit 27 Chefankläger in diesem Einsatzgruppenprozess geworden, im größten Mordprozess der Geschichte. Und er hat sich damals schon als sehr junger Mensch ganz intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt, wie können wir eine gerechtere Welt schaffen? Und als Jurist, und das eben die neue Perspektive, die ich auch noch einbringen möchte, wieder ein bisschen pragmatisch, hat er gesagt, ja, was können wir eigentlich machen? Wir müssen ein Rechtssystem schaffen, das diese ganz großen Täter bestraft. Wenn Jens oder Ulrike in den Laden gehen und dann einen Ladendiebstahl machen, dann kommen sie dran, dann greift das Justizsystem. Aber Jahrtausende lang war es eben so, dass militärische Führer, Generäle, aber auch Staatschefs Kriege führen konnten. Die wurden nie belangt. Es gab keine Strafen, bis eben eigentlich mehr oder weniger bis zum Nürnberger Prozess, wo man gesagt hat, nein, das geht nicht. Man hat ein Ad-hoc-Gericht geschaffen, das heißt eben nur für einen bestimmten Zeitraum und für diese Zeit, für die Verbrechen der Nazis, aber hat das als Anfang gesehen. Und jetzt ganz faszinierend ist, was dieser junge Chefankläger Ben Ferenczi damals gesagt hat, mit 27, stellen Sie sich mal vor, wirklich ein Jungspund, eine extrem reife Perspektive, hat gesagt, Nürnberg kann nicht einfach aufhören. Das muss der Beginn einer neuen Ära sein, wo man eben sagt, dieses Gericht, das muss eine internationale Strafgerichtsbarkeit generell geben, die eben immer, wenn Kriege in der Welt sind, da ist und am Schluss eben die Verantwortlichen packt und eben nicht die kleinen Fische, sondern die ganz oben. Das ist
in gewisser Weise natürlich eine Vision, aber wir haben heute einen internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ist natürlich nicht das absolut Genialste in der praktischen Durchführung, aber es ist immerhin der Versuch, eben so etwas eine permanente Weltgerichtsbarkeit einzuführen, die eben die wirklich ganz großen Täter bestraft und nicht die kleinen. Nur die Frage ist ja, passiert denn das auch? Weil die Wahrnehmung ist auch da wieder an der Stelle, eigentlich sind die da oben relativ vogelfrei, so fasse ich es jetzt mal zusammen, ohne auf die einzelnen konkreten... Ja, in bestimmten Kriegen hat es das gegeben, Jugoslawien, auch in Afrika, verschiedene Konflikte, die wurden dann nach Den Haag gebracht, wurden dort verhandelt. Es ist ein Anfang, es ist eine große Idee, aber natürlich ist sie noch nicht so weit. Also im Prinzip müssen nicht alle, die wirklich verantwortlich sind für Kriegsverbrechen, für Verbrechen an der Menschlichkeit, müssten eigentlich belangt werden. Das war seine Idee, also quasi die Idee, die Welt nicht besser zu machen durch irgendwelche Utopien, sondern eben Schritt für Schritt durch ein Rechtssystem, das immer mehr ausgeweitet wird und eben wirklich die ganz großen Verbrecher packt. Das finde ich sehr spannend, dass du das Rechtssystem überhaupt ins Spiel bringst, weil ich habe da was gesehen für nächstes Jahr, was mich ein bisschen verblüfft hat. Also ich sehe auf der einen Seite schon dieses Rebellische, das heißt so nicht unbedingt bürgerkriegsähnliche Szenarien, sondern Rebellische in jedem Land, auch was Religionen betrifft, und dass die Polizei quasi aufgibt, was auch immer dieses Bild bedeutet, aber da wird sich einiges auch in rechtlicher Hinsicht tun und auch was die Polizeiarbeit betrifft. Ich kann es nicht anders deuten. Ist das dieses der Feind im Innen? Wahrscheinlich. Ja, es waren jetzt echt total viele spannende Punkte dabei. da könnt ihr jetzt nur stundenlang drauf eingehen. Möchte es aber eigentlich mit moralischem zurückhalten, weil als Astrologe geht es ja darum, die Gestalt, die Morphologie des Zeitgeistes so zu diagnostizieren. Und im Grunde sind wir jetzt ja von der Kriegsfrage auch ausgegangen. Ja. Genau. Da sehe ich, ich habe ja auch im Frühjahr ein eigenes Video auf meinem Kanal gemacht, im Bereich Ukraine, ja, so grundsätzlich klar, Philipp, das wird einfach jetzt weitergehen, ja, solange irgendwie da die verschiedenen Interessensparteien ihre Mittel und Ziele damit erreichen können. Aber ich sehe zwischen Mitte 2025 und Mitte 2026 einen Machtwechsel im Kreml, ja, der wahrscheinlich ja wieder ähnlich schnell, dubios, wie auch immer, gehen wird, wie damals bei Stalin beispielsweise. Und dann ist auch damit zu rechnen, dass es in der Ukraine dann ja entscheidende Wendung geben wird, vielleicht sogar das Ende des Krieges. Und Israel habe ich mir noch nicht zur Gänze fertig beleuchten können. Das, also wie gesagt, das wird dann in meiner Jahresvorschau Ende des Jahres vielleicht da schon mehr dazu sagen können. Aber grundsätzlich haben wir da um den Mai 2024 rum einen entscheidenden Wendepunkt drinnen. Die zwei Hauptszenarien sind erstens, dass es noch mehr eskaliert, ja, leider das Wahrscheinlichere. Das zweite Szenario, dass vielleicht überhaupt irgendwie durch einen internen Machtwechsel beispielsweise doch sich was um 180 Grad dreht und plötzlich wieder eine Friedensperspektive da ist, aber das mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Aber eben rund um den Mai 2024 werden wir da in Israel in dem Konflikt sicher nochmal entscheidende Wendungen erleben. Die Türkei wird was Entscheidendes mit reinbringen, ganz sicher. Aber ich bin mir ganz sicher auch, dass das irgendwann genauso in Vergessenheit wieder gerät, weil die Medien den Fokus nicht mehr drauf haben und dann wandert es in die USA. Ja klar, also die Probleme werden ja schon lange nicht mehr gelöst. Sie werden einfach nur von neuen Problemen überlagert. Ja. Also die Euro-Krise, die wir 2010 in allen Medien hatten, die haben wir ja immer noch. Ja. Nur ist die mittlerweile halt von so vielen neuen tektonischen Schichten von Problemen in der öffentlichen Wahrnehmung sozusagen komplett zu überlagert worden, dass wir halt nicht mehr dran denken. Ja, so läuft es halt. Leider meistens. Bleiben denn aus der größeren Perspektive jetzt auch vielleicht längerer Zeitraum, nicht nur 2024, wir hatten dieses Wort Zyklen ja auch schon ganz oft heute, also wird das immer so bleiben, dass der Mensch am Ende irgendwie in einem Krieg endet, wenn es jetzt mal, dass es immer diese kriegerischen Zyklen gibt, oder ist Hoffnung dafür, dass der Mensch irgendwann erkennt,
Ich mache da nicht mehr mit. Es gibt ja dieses Sprichwort, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also ich gehe mal davon aus, dass es die nächsten Jahrzehnte sich das sukzessive in den geistigen, in den virtuellen Raum verlagern wird. Das heißt, so diese Schlachten, die wir jetzt aktuell ja wirklich noch mit Panzern und Granaten haben, die werden eher dann der Vergangenheit angehören. Aber im virtuellen Raum, da wird es natürlich genauso heiß hergehen. Ja, das wird genauso Existenzen vernichten und so weiter. Nur, das sind wir auf einer anderen Ebene. Ja, das ist dann eigentlich nicht mehr der menschliche Körper dann das Problem, sondern eben der menschliche Geist, der dann hier so zur Versehrung gelangt. Und jetzt mal grundsätzlich sehe ich für die zweite Hälfte der 2020er Jahre doch wieder eine starke Aufschwungphase aus diesem Tal heraus, wo wir momentan drin sind. Ja, also so ein bisschen so, du hattest davor das Beispiel gebracht, Fall des Eisernen Vorhangs 1989, ja, wo hier gerade hier in Dresden auch so viel geleistet wurde für die Freiheit. Ja, also sowas sehe ich für die zweite Hälfte der 2020er Jahre wieder auf uns zukommen. Ja, da wird das Ganze dann rasant an Geschwindigkeit zunehmen. Es ist wie das Aufbauen. Bis 2030 ungefähr sehe ich den Aufbau. Ja, genau. Und wir sind uns sowieso immer einig, das ist ja herrlich. du hast was erwähnt. Und zwar, die Kriege werden sich verändern. Und das sehe ich nämlich auch. Also dieses ich schicke mal Kriegsschiffe hin, um meine Macht zu demonstrieren, das gibt's dann nicht mehr. Ja? Aber was im nächsten Jahr auch beginnen wird, ist diese Cyber. Genau, Cyberkriminalität, ganz ein großes Thema 2024. Ja, ganz groß. Also ich sehe das auch. Und vor allem auch, und da kommt auch die Wertigkeit oder die Währung ins Spiel, ja, Krypto. Ja, das wird der nächste große Boom werden nächstes Jahr. Ja. Aber gleichermaßen die gehen parallel miteinander. Also die Kryptowährung und dann die Cyberkriminalität. Also es wird ein spannendes Spiel, es wird ein spannendes Rennen werden. Wir sind ja als quasi alternative Journalisten, sehen wir quasi die Blockchain des Journalismus, dezentralisiert. Ja, nein, ich meine, ich möchte schon noch ein bisschen challengen, herausfordern, was sie sagt, dass die konventionellen Kriege einfach so aufhören. Ich meine, jetzt die Erfahrung, die wir jetzt haben, ist ja genau das Gegenteil. Genau. Wir stellen ja fest, dass wir mit Panzern kriegen und die verdammten Illusionen, wenn ich das so sagen darf, in Deutschland, aber auch in der Schweiz, so wie die Armeen kaputt gespart haben, gesagt haben, die braucht es einfach nicht mehr. In der Schweiz gab es die sogenannte Aufwuchsdoktrin, so nannte man das, offizielle Militärstrategie der Schweiz, die hieß, ein Konflikt, den sehen wir 10 Jahre vorher voraus, wir können abrüsten, wir haben dann schon Zeit, wieder aufzurüsten. Das ist der völlige Bullshit. Du musst doch bereit sein, um das Land selber zu verteidigen, für alle Eventualitäten, da musst du immer bereit sein. Das macht es ja gerade aus, dass du das Überraschende eben auch mitdenkst und das Unerwartete. Und diese Trägheit quasi, dass man denkt, ja, jetzt einfach, weil es seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa stimmt ja nicht mal, es gab auch Jugoslawienkriege und so weiter, nicht mehr so Kriege gegeben hat, dass man jetzt denkt, jetzt sei der ewige Friede ausgebrochen. Das ist für mich völlig illusionär. Aber jetzt allein schon der Ukraine-Krieg ist ja, der ist ja jetzt schon ein Hybridkrieg. Ja? Das eine ist, was wir dort an Gemetzel sehen, aber der wahre Krieg findet ja im Hintergrund statt. Ja? Das sind eben so Dinge wie Desinformation, Demoralisierung durch Streuung von Fehlmeldungen beispielsweise. Das entwickelt sich schon weit. Aber ich meine, es ist immer noch, dieses Konfliktpotenzial ist da und die Waffen sind da. Und ich meine, aber das wird sich immer mehr, meiner Meinung nach, wird sich das immer mehr in virtuellen Raum verlagern. Klar, also nicht mehr mit Menschenleben. Ja, aber eben, wenn man Kinder tun sich ja gern in ihren Online spielen, in den virtuellen gegenseitig dann vielleicht abballern. Ja, das ist genauso dieser Kriegstrieb dann, dass er aber dann auf eine eher konstruktive Art ausgelebt werden kann. Die materiellen Schlachten, das wird dann so ab den 2040er Jahren eher dann die Eroberung des Weltenraums werden. Ja, also ich denke, dass da man sich sagt, okay, warum soll man eigentlich so viele Billionen verschwenden, um uns gegenseitig abzumetzeln? Lass uns doch da jetzt doch mal zum Mars fliegen beispielsweise oder solche Dinge unternehmen, eine Mondkolonie bauen. Da wird man dann diesen, ist natürlich dieselbe Energie, die dahinter steckt. Also auch dieser Wettbewerbstrieb, ja, und andere übertrumpfen wollen. Aber das wird immer mehr konstruktive Kanalisierungen finden. Also wir müssen noch mal 2045 oder so zusammenkommen hier an diesem Tisch, da können wir es beurteilen. Ich habe neulich gelesen, dass ein englischer Physiker gesagt hat, dass also wir seien wahrscheinlich sowieso nur eine Computersimulation. Die Matrix. Die Matrix, genau. Das ist auch nochmal eine spannende These. So, aber da wollen wir gar nicht weiter einsteigen. Ich würde, Philipp, von dir, also wir haben ja gleich noch das Q&A. Unser Publikum kann Fragen stellen. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Wir haben noch so viele Themen, aber die großen Themen wie zum Beispiel jetzt
Klima, Geldsystem, all diese Dinge klang schon eben an, Krypto unter anderem auf der anderen Seite, aber auch der digitale Euro, Dollar. Wie siehst du das jetzt als Journalist? Wo stehen wir 2024? Ich meine, es ist eigentlich immer dasselbe, oder? Wir haben das großartige Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt, die Physiker. Da geht es eigentlich darum, was kannst du mit Technik machen, oder? Ist das irgendwie, ja, sind das jetzt Verbrecher, die Leute, die irgendwie die Kernphysik entdeckt haben, oder? Was ist mit denen? Das kann man wirklich zum Guten und zum Schlechten einsetzen. Und das sehe ich natürlich auch bei diesen neuen Technologien genau gleich. Ich meine, künstliche Intelligenz. Es kann schlimm sein, oder? Wenn das jetzt politisch irgendwie missbraucht wird. Du kannst heute schon der KI Fragen stellen, da kommen extrem einseitige, oft eher links-mainstreamige Ergebnisse heraus, wenn du das mal versuchst. Es gab einen Kollegen von mir, hat mal versucht, mach mal irgendwie ein kritisches Gedicht, oder? Über den, ja, den autoritären Staat im Totalitarismus. Da geht, nein, das darf man nicht. Also da kam quasi ein Resultat raus, das eben sehr staatsfreundlich war, weil es eben am meisten rumschwirrt. Also du kannst künstliche Intelligenz natürlich auch, sehr negativ einsetzen, aber auch positiv. Und es ist bei all diesen neuen Technologien so. Am Schluss kommt es darauf an, was der Mensch damit anstellt. Das ist auch bei den, du hast es auch angesprochen, oder? Ich meine, Blockchain, Bitcoin finde ich ganz großartig. Ich meine, wir müssen eigentlich die Zentralmacht zerschlagen. Wettbewerb, Vielfalt ist für mein liberales Verständnis immer gut, aber es geht, man kann es natürlich auch missbrauchen. Und das sehe ich bei all diesen Technologien der Fall. Und da geht es einfach darum, dass man ja vernünftig ist, pragmatisch ist und dass die richtigen Leute da möglichst an Schalthebeln der Macht sitzen und dass wir als einfache Erdenbürger uns auch wehren, wenn da Machtmissbrauch stattfindet. Klima finde ich ein ganz interessantes Thema. Für mich ist das ein Riesenjux, ein Klimawahn. Es ist unglaublich, wie die halbe Welt jetzt spinnt wegen dieser Klimaerwärmung. Ich sehe da einfach nicht, dass der absolute Weltuntergang, der da prophezeit wird, das ist für mich schon wirklich sehr schräg. Also, es nimmt mich vielleicht Wunder, wie ihr das einschätzt. Also, dass die halbe Welt, das ist ja eigentlich nur die westliche Welt, im Süden ist das egal und den Chinesen ist es auch egal, aber dass man dermaßen spinnt auf dieses Thema und quasi diese Untergangsfanatismus, diesen Untergangsrausch auslebt und das Gefühl hat, dieses eine Thema macht jetzt die Welt kaputt, das sehe ich überhaupt nicht. Also es gibt zum Beispiel Studien, wie viel die einzelnen Länder zur Klimaerwärmung beigetragen haben. Ich habe es speziell am Beispiel der Schweiz natürlich herausgesucht. Das sind weniger als 2000stel Grad, also 0,002 Grad, sogar noch weniger, die Schweiz beigetragen hat, laut einer Studie aus England von Leuten, die den Klimawandel ganz schlimm finden. Deshalb ist sie eben sehr glaubwürdig für meine Zwecke. Also weniger als 2000stel Grad in der ganzen Industriegeschichte von 1850 bis 2021 hat die Schweiz zur Erderwärmung beigetragen. Also ist Netto Null ein Schwachsinn. Wir können morgen auf Netto Null umstellen und es wird am Weltklima einfach nichts ändern. Und das einzusehen, fände ich auch noch wichtig in der nächsten Zeit. Setzen wir die Ressourcen dort, da wo es wirklich wichtig ist. Wir haben Umweltprobleme auf dieser Welt, aber das Klima ist sicher nicht das absolute Top-Thema. Ich wäre froh, wenn das in Zukunft ein bisschen verschwinden würde und die Menschen auch da vernünftiger würden. Deine Einschätzung, Ulrike, wird es verschwinden? Das Thema Klima? Ja, das Thema Klima, so, weil ich meine, ist auch dazu gehört ja immer zwei. Also einer, der diese Wissenschaft betreibt und der andere, der sie auch umsetzen und glauben muss und mitmachen muss. Ja. Und ja, schwierig. Also die Propaganda läuft ja weiter und es wird, also für mich wird das Klimathema als Ersatzreligion benutzt und missbraucht. Und ich glaube, gerade weil wir im Westen natürlich da auch ein gewisses Defizit haben, weil die Religiosität oder Spiritualität verschwindet. Deswegen gibt es natürlich ein Bedürfnis, an irgendetwas zu glauben oder irgendeine Form von Mystik im Leben zu haben. Und ich glaube, darum fühlen sich gerade junge Menschen diesem Klimanarrativ total verbunden. Aber wenn man drüber nachdenkt, also aus meiner Sicht stimme ich da deinen Einschätzungen zu, gibt es da so viele Fragezeichen. Also erstens ist überhaupt nicht erwiesen, ob und inwiefern der Mensch einen Einfluss auf das Klima hat. Zweitens ist überhaupt nicht erwiesen, wenn es wirklich eine Klimaerwärmung gibt, warum die schlecht sein soll. Und drittens hat niemand etwas davon, wenn sich die Menschheit selbst umbringt sozusagen, weil sie auf ihre Energie verzichtet. Denn ohne Energie kein Wohlstand, auch keine Entwicklung, übrigens auch für Entwicklungsländer keine Entwicklung. Also wenn wir darüber sprechen, wie sich arme Länder besser entwickeln können, dann geht das nur mit mehr Energie und zwar mit zuverlässiger Energie. Und das sind alles, also so sollte man aus meiner Sicht an diese Probleme rangehen. Und ich finde, das
dieses Klimathema ist auch immer so ein schönes Beispiel dafür, dass bestimmte Lösungen nicht gewünscht sind. Denn eigentlich würde man da pragmatisch rangehen und würde man da die Situation verbessern wollen oder eine zuverlässige Energieversorgung haben wollen, dann könnte man das ja. Also zumal es ja auch gar nicht darum geht, keine Weiterentwicklung zu betreiben. Und es geht, ja, genau, glaube ich, nur vielmehr darum, den Fokus eben auf das Thema Umwelt. Weil Umwelt, das ist das. Wenn ich irgendwie auf Mallorca in Plastiktüten schwimme, ja, dann ist das was, worüber wir sprechen müssen. Ja, wenn, natürlich, das wenn ist Tiere verenden. Wenn, ja, aber das ist ja, ja, etwas, es fokussiert sich ja meistens nur noch auf Klima. Also das Wort, alles ist Klima, überall ist Klima, alles ist auch mittlerweile, ja, nachhaltig und klimaneutral. Und am besten finde ich immer diesen CO2-Ausgleich. Wenn man fliegt oder wenn man einen Bus benutzt, kann man ja einen CO2-Ausgleich buchen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also das ist wirklich wie Ablasshandel im Mittelalter. Und das ist etwas, was mich persönlich auch verblüfft hat, weil ich hätte nicht gedacht, dass so eine Form von Aberglauben in unserer Gesellschaft noch möglich ist. Aber sie ist wirklich möglich. Aber das zeigt wieder dieses unterdrückte religiöse Bedürfnis, glaube ich. Nur das, vielleicht können ja die Astrologen, ja, und Seher etwas dazu sagen, weil ich habe das Gefühl, dass es irgendwas Fehlgeleitetes. Also dass man, ja, eigentlich, ne, man möchte eigentlich eher eine Anbindung nach oben, aber man hat sie nicht und darum macht man irgendwas Seltsames stattdessen. Ja, ich war ja eine Zeit lang Gastwissenschaftler an der Universität Erlangen. Da gibt es das IKGF, das war das weltweit größte Forschungskolleg über Vorhersage. Da hat man mal eine sehr spannende Konferenz, die Ends of Times, ja, die Enden der Zeiten. Und da haben unsere Historiker verschiedene Weltuntergangsphasen der Vergangenheit zusammengetragen. Also wenn im Mittelalter man gesagt hat, die Welt wird bald untergehen, weil wir alle so sündig waren und wir müssen uns jetzt hier selbst geißeln und kasteien und Abbitte leisten. Und interessanterweise, meistens waren auch diese Galionsfiguren dieser Bewegungen junge, dünne Mädchen, ja, die haben sogar teilweise Margrethe oder Margareta geheißen, ja, gewisse Analogie zu Greta heute. Also es war verbannt, was für eine ähnliche Morphologie immer in diesen Weltuntergangsmythen mit dabei waren und welche Erlösungsfantasien. Also da kann man wirklich Narrative eins zu eins auf die Gegenwart übertragen. Ich möchte das Thema aber trotzdem pragmatisch sehen. Ja, also ich bin jetzt hier zu Fuß hergegangen, schön an der Elbe entlang, da an der Hauptstraße vorbei. Vor 50 Jahren hätte ich das wahrscheinlich nicht überstanden ohne eine Rauchgasvergiftung. Jetzt konnte ich hier relativ unbeschadet herkommen. Ja, so klar, auch die Prophezeiungen vom Club of Rome oder die Prognosen in den 1970er Jahren waren damals übertrieben. Aber sie haben dafür gesorgt, zum Beispiel, dass ein Katalysator eingeführt wurde und so weiter, was ja eigentlich uns auch ein angenehmeres Leben ermöglicht. 2016, wo ich so die ersten Vorträge gemacht habe, Unterschiede Erdepoche, Luftepoche, hatte ich auch eine Folie, kann man auch auf YouTube nachschauen, wie hat man Energie gewonnen in der Erdepoche? Da gibt es qualmende Motoren, die rauchen, die stinken, die sind laut. Und wie passiert das in der Luftepoche? Da verschwindet es im Hintergrund, da ist es leise, das ist fast unsichtbar. Das heißt, unbenommen, ob da jetzt eine Wahrheit drinnen ist oder keine drinnen ist, die Morphologie des Zeitgeistes geht halt einfach in die Richtung, dass die Dinge sehr viel leiser, eleganter, dezenter und im Hintergrund werden. Ja, das heißt aber natürlich nicht, dass es künftig alles dann nur noch E und Solar und Windrad sein wird. Da wird es definitiv, im Übrigen auch in der letzten Luftepoche, da sind übrigens die Windmühlen aufkommen. Ja, also auch eine spannende morphologische Ähnlichkeit. Ja, aber da sieht man schon, das ist halt einfach, wo jetzt der Zug hingeht. Aber es wird da sicher ganz andere Technologien geben, die wir dann im Jahr 2050 haben. Ob es jetzt Wasserstoffbasis ist oder nochmal was ganz was Neues, was man noch nicht erfunden hat. Aber oder erfunden, klar, ist, aber bisher, genau, noch nicht, aber, in die, aber Öffentlichkeit weg vom Verbrenner, das ist definitiv ein Leitmotiv, unbenommen dessen, was für moralische Vorstellungen jemand damit verbindet. Aber es ist schon natürlich eine gewisse Irrationalität, die ich da auch als Kennzeichen der Zeit sehe. Du hast es auch angedeutet, oder? Als Ersatzreligion, ich sehe das Klima auch als Ersatzreligion, ist der Untergangsfanatismus und alle glauben nur noch an dasselbe. Es durchdringt jeden Lebensbereich, auf jeder Packung steht das schon drauf, jede Firma pusht das. Und ich meine, zum Verbrennermotor, es ist einfach nicht mehr rational, wie wir das beurteilen.
Wir wollen in einer liberalen Gesellschaft möglichst viele Möglichkeiten. Technologieverbote sind ein Zeichen für mich der Dekadenz. Es ist eine dekadente Gesellschaft, wenn wir nicht mehr fähig sind, möglichst viele Technologien zuzulassen, das Beste zuzulassen. Und die Gesamtökobilanz von verbrennenden Motoren, sogar von Dieselmotoren, ist zum Teil einfach besser heute als von Elektroautos. Und da ist es völlig falsch, wenn die Politik in eine Richtung rennt und nur das quasi vorschreibt. Das widerspricht dem wissenschaftlichen Geist und dem aufklärischen freien Geist der Neuzeit diametral. Und damit habe ich eben heute sehr Mühe, dass eigentlich eine freie Zeit da ist. Wir sind eigentlich so frei wie noch nie. Und da komme ich eben zurück auf das Bild des Feindes von innen aus, dass wir das selbst eigentlich wieder zerstören. Dass wir nach einer solchen Friedensepoche, wie wir es in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg haben, wieder Kriege haben. Dass wir aber auch jetzt wieder den freien Informationsfluss einschränken wollen. Dass wir solche totalitären Auswüchse haben wie in der Corona-Zeit. Das ist ja schon sehr bemerkenswert in einer solchen eigentlich liberalen Epoche. Und das liberale Denken, das freiheitliche Denken ist für mich ja ständig in Gefahr. Ich habe mich auch politisch engagiert in letzter Zeit, da muss ich genau sagen, das ist eigentlich das Leitmotiv. Wir müssen nach unserer Freiheit wahren, wir müssen gegen die Bevormundung kämpfen. Und interessanterweise kommt eben im guten Gewand, es ist quasi der Wolf im Schafspelz, es ist der aufgeklärte Staat, der sagt, ja, es ist doch ungesund, wenn so viel Zucker ist. Also wollen wir ein bisschen Zucker verbieten. Das sind völlig Dinge, die quasi auf sanften Pfoten, da würde ich dir recht geben, auf Sammelpfoten quasi dahergeschlichen kommen, die aber letztlich unsere Freiheit fundamental angreift. Ich will nicht, dass mir der Staat sagt, was ich auf dem Teller haben darf und was nicht. Ich will nicht, dass der Staat sagt, oder in der Kantine, an der Universität, da gibt es kein Fleisch mehr, es ist verboten. Wenn jemand Vegetarier ist, sagen wir großartig, aber wenn jemand Fleisch essen, wie soll es auch dürfen? Und ich will nicht, dass mir der Staat sagt, was mein Auto für einen Motor haben darf. Und ich will auch nicht, wie es eben schon geschieht. Ich will als mündiger Bürger auch nicht, dass der Staat mir sagt, wie ich zu Hause heizen soll. Ölheizungen verbieten geht's noch. Das ist eine Technologie, die da ist, die funktioniert. Jeder soll selber entscheiden können. Das ist mein Votum für die Zukunft. Bleibt mündig und kämpft gegen die Bevormundung des Staates. Was lachst du? Ja, weil ich lache, weil das absolute Zeitqualität ist. Genau das, also einfach zu sagen und rauspreschen und jeder soll bitte das machen, was er will, was er fühlt, was er denkt. Und ich gehe in die Akzeptanz, egal was du sagst, ich kann bei mir bleiben und das ist meine starke Energie. Und egal was irgendwer jetzt am Tisch gesagt hat, das ist deine Meinung oder das ist deine Einsicht, das ist deine Erfahrung und das ist absolute Zeitqualität. Jetzt dachte ich, ich sei so individuell, aber jetzt ist doch nur der Zeitgeist. Und ich meine, das Thema freie Energie bringen wir jetzt nicht ins Spiel, weil ich glaube, dann sitzen wir noch eine Stunde zu lang. Diese eigene Sendung, weil die wird auch am Start sein. Genau, und der achtsame Umgang mit der Natur ist es einfach. Mhm. Das ist es. Und was da mit erneuerbaren Energien gemacht wird, ja, in 10 Jahren oder in 20 Jahren werden wir alle so zurückschauen, mein Gott, was haben, also ganz ehrlich, was haben wir da aufgeführt, ja. Ganz einfach ist das. Das ist ein schöner Zeitgeist. Ja, das freut mich zu hören. Zum Thema Energiepolitik, was ja auch bezeichnet ist, ist der völlig hysterische Umgang mit der Kernkraft. Also wenn man eine zuverlässige und CO2-freie Energieform haben will, dann ist es nun mal die Kernkraft. Und in anderen Ländern ist das völlig normal. Die USA haben kürzlich, ich habe vergessen, in welchem Bundesstaat, aber ein neues Kernkraftwerk ans Netz gehen lassen. Polen plant neue Kernkraftwerke, Großbritannien, überall auf der Welt. Und wir Deutschen haben irgendwie eine Angst vor der Kernkraft, die ja auch weiterentwickelt wird und die ja auch fortgeführt wird. Und deswegen so viel zum Thema Zukunftstechnologie und Weiterentwicklung. Das ist auch etwas, was mir sehr seltsam vorkommt. Hier also in interessant, dass wirklich im deutschsprachigen Raum ist es auch. Österreich hatte, glaube ich, keine Kernkraftwerke. Deutschland und die Schweiz sind ja ausgestiegen. Also Deutschland noch schneller nach diesem Fukushima, was ja nicht ein Kernreaktorunglück war, sondern eigentlich eine Flutkatastrophe. Das hätte man locker verhindern können. Und da habe ich schon gestaunt, dass offenbar diese German-Angst gibt es auch in der Schweiz. Wir sind da hinterher gehösselt, wie wir sagen, hinterhergerannt und wirklich sehr kurzfristig. Also nicht weiterhin, das sehe ich genauso. Wir brauchen diese Bandenergie, wir brauchen diese regelmäßige Energie. Ich kenne das Phänomen der Dunkelflaute, wenn es einfach keinen Wind hat und wenn es dunkel ist, dann gibt es weder keine Windenergie oder auch keine Solarenergie und das kann so nicht funktionieren. Und man kann nicht gleichzeitig alles
einseitig auf Elektrifizierung setzen, wie das Politik heute macht, sei es eben bei der Mobilität oder beim Heizen, und gleichzeitig eben Kernenergie verbieten. Das ist rein physikalisch, man kann es ausrechnen, es geht nicht auf, es kann so nicht aufgehen. Und dabei vor allem die Menschen vergessen, die es am Ende bezahlen müssen, weil das ist ja genau der Punkt. Also das ist ja, es spricht ja überhaupt gar nichts dagegen, etwas Neues oder etwas Positives für die Umwelt zu tun, wobei ja auch beim Thema Windkraft habe ich neulich auch gerade erst gelesen, wie viel Beton dafür benutzt wird, um so ein Windkraftrad da in die Erde zu lassen, und dass das halt auch sehr naturschädigend ist. Und also das ist ja, aber nichtsdestotrotz ist ja immer so, dass neue Entwicklungen am Ende auch erstmal, auch die andere Seite mitbringen. Ja, das ist ja immer so gewesen. Das war auch bei der Ölheizung, das bei Gas, und das wird bei Windkraft und auch bei Wasserstoff. Und es gibt immer zwei Seiten. Die Frage ist nur, und das ist das, was es so verdächtig macht, finde ich, Philipp, dass du auf der einen Seite eben restriktiv Gesetze erlässt, wie zum Beispiel mit den Wärmepumpen und so, was sich aber viele Menschen gar nicht mehr erlauben können. Und dann am Ende viele Menschen frieren, weil sie die Rechnung nicht mehr bezahlen können. Und dass man nicht mehr für den Menschen denkt, das ist abhanden gekommen. Und das ist das, was eigentlich den Menschen aber wiederum in das Bewusstsein bringen sollte, ey, hier stimmt doch was nicht. Und da kommt ja das Thema freie Energie ins Spiel, weil die ist ja schon möglich. Die ist ja schon möglich. Den Forscher Tesla, ja, also weißt du, alleine das einmal ins Spiel zu bringen, es ist ja möglich. Aber du, wenn du den Menschen die Energie nimmst und sagst, nein, wir müssen das irgendwie produzieren und du musst zahlen dafür, hältst du den Menschen im Hamsterrad. Aber wenn freie Energie da wäre und jeder könnte das produzieren, beispielsweise jeder, der eine hohe Energie hat oder mit seiner Energie arbeitet, kennt das Phänomen. Ich gehe irgendwie vorbei und die Lampe flackert. Das ist kein Spirit oder sonst irgendwas, es ist die eigene Energie. Also du kannst wirklich mit Energien spielen oder du kannst zum Beispiel Telekinese, ich bin da ziemlich in der Übung damit, dass du wirklich Dinge bewegen kannst. Das ist Energie, das ist kein Mythos, das ist nicht irgendwie erfunden, sondern genau dieses Wissen ist es, was jetzt in dieser Zeitepoche kommt. Und genau dieses Wissen wird auch diese freie Energie zu uns bringen, und das ist wieder ein weiterer Schritt, und da werden wir noch ein bisschen eine Krise davor haben natürlich, aber es ist wieder ein weiterer Schritt heraus aus diesem Hamsterrad, der uns auferlegt wird. Das ist auch genauso, wie du gesagt hast, du hast das in den Raum geworfen, an mich gerichtet. Ich finde es wirklich auch so, dass die Menschen vergessen gehen, weil die Politik eben so quasi utopische, ja, illusionäre Ziele wieder verfolgt. Ich meine, dieser Ausstieg aus dem CO2 ist ein Witz, es wird immer CO2 geben. Es geht gar nicht anders. Und das Methan ist auch ein weiteres Problem. Die Kühe furzen normal, so jetzt alle Kühe schwach. Es gab schon solche Pläne, oder? Also die EU hat schon so Spiele gemacht. Irland müssen 200.000 Kühe schlachten, gibt es weniger Methanfürze in der Atmosphäre. Ich meine, wo leben wir da? Also am Schluss sind das wieder menschenfeindliche Dinge, wenn einem vorgeschrieben wird. Ich glaube, zum Schluss ist es immer ganz einfach, ist eigentlich dasselbe. Der Staat soll nicht vorschreiben, wie die Menschen zu leben haben. Und wenn die Menschen das wollen, dann sollen sie es selbst bestimmen. Und deshalb braucht es möglichst viel Demokratie, möglichst viel auch direkte Demokratie. Ich verstehe auch die Angst der Deutschen vor dem überhaupt nicht. Ich meine, wenn die Weimarer Republik anschauen, die ist nicht deswegen gescheitert, weil es zu viel Demokratie gab, sondern weil es am Schluss zu wenig Demokratie gab. Und ich kenne kein Gesetz irgendwie, das direkt demokratisch zustande gekommen ist, das jetzt irgendwie ein absolutes Unrecht ist, wo man sagt, irgendwie alle Brillenträger werden umgebracht, allen Linkshändern wird die Hand abgehackt. Solche Dinge gibt's ja gar nicht. Also die Angst vor direkten Demokratie ist völlig irrational. Das ist eigentlich ein Machterhalt der Eliten, die ihre eigene Macht konservieren wollen. Und auch das würde uns helfen in Zukunft, wenn wir mehr Demokratie wagen, mehr Selbstbestimmung, mehr Dezentralisierung, mehr Vielfalt, mehr Wettbewerb. Das ist eigentlich das, was uns voranbringt. Und sicher nicht diese ganz großen zentralen Lösungen, die uns hineinregieren, die Lebensvorschriften machen. Ich habe es vorangetönt, wie wir zu leben haben. Das ist nicht Aufgabe des Staates. Welchen Einfluss, Christoph, hat denn jetzt der Einzelne? Also ist es so auch, dass die Erwartung an etwas genau die Energie dafür gibt, dass das entsteht? Ja gut, es braucht... Im Positiven wie im Negativen? Es braucht natürlich schon nicht nur den guten Willen, sondern natürlich auch viel persönlichen Einsatz. Das vergessen ja viele. Ja, es ist natürlich wichtig, dass wir uns hier über gewisse
Gegebenheiten und Ziele unterhalten. Aber noch wichtiger ist natürlich dann über Monate, Jahre, Jahrzehnte da draußen wirklich tagtäglich darauf hinzuarbeiten. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Facette, die wir nicht übersehen dürfen. Ja, und ich kenne das so oft auch aus Beratungen, dass Menschen mit ihrer Arbeit unzufrieden sind, dass sie sich beschweren, dass sie sagen, ach, der Vorgesetzte und der Chef und die Firma und die Geschäftsführung und so weiter sind ja alles Idioten, aber halt trotzdem mitspielen. Ja. Und dann sage ich immer jetzt, es kann ja nicht sein, dass du gar nichts bewegen kannst. Fang doch mal einfach mit den paar kleinen Schritten an, wo dir keiner reinpfuschen kann und wo du mal jeden Tag was zum Besseren verändern kannst. Und dann kommen die Leute oft ein halbes Jahr später zurück und sagen, du, ich habe gar keine Zeit mehr, mich über die da oben zu beschweren, weil ich habe so viel zu tun die ganze Zeit, dass ich gar nicht fertig werde damit. Das ist eigentlich so ein bisschen so die Erfolgsstrategie. Hm. Was natürlich dagegen spricht, oder was dann eine Gegenmacht ist, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, ein weiteres Stichwort natürlich für die Zukunft, sind sicher auch diese globalistischen Eliten, Globalisierung generell. Ich meine, es ist auch ein Zeitphänomen, das gab es schon natürlich früher im Mittelmeer mit den Römern, es gab es natürlich auch in der frühen Neuzeit mit den ganzen Entdeckungsfahrten und so weiter, mit den Portugiesen, mit den Niederländern, Briten sowieso. Jetzt natürlich in jüngster Zeit die Globalisierung auch mit der ganzen Informationstechnologie, das ist klar, die Welt ist dermaßen vernetzt, das Global Village, das globale Dorf ist in gewisser Weise längst Realität geworden. Und da sehe ich eben auch natürlich Gutes darin. Ich meine, du hast vorhin angesprochen, Entwicklungsländer, denen geht es zum Teil besser, wenn Freihandel und Welthandel wirklich herrschen würde. Das ist eher ein Fortschritt. Die kommen eigentlich aus der Armut eher heraus, wenn das vernetzt ist international. Aber es gibt auch große Gefahren. Das ist eben diese Ambivalenz, eben, die ich vorher schon angesprochen habe, im menschlichen Tun, die immer da ist. Und das sehe ich schon auch sehr stark. Eben WHO als Stichwort oder eine UNO, andere Organisationen, G20 zum Beispiel, auch OECD, ja, wenn da Vorschriften kommen, wir hatten kürzlich in der Schweiz eine Volksabstimmung, dass einfach jetzt international auf einem nicht demokratisch legitimierten Club festgelegt wird, Unternehmenssteuern für große Unternehmen, die müssen mindestens 15% sein. Das ist eine unglaubliche Entwicklung. Das lehne ich total ab als freiheitlich denkende Bürger. Jeder Staat soll auch seine Steuern selber festlegen können, möglichst tief, das ist für die Bürger am besten. Aber das international sagt man jetzt dem, das ist eine Harmonisierung. Was heißt Harmonisierung? Es ist eine Nivellierung nach oben, die Steuern gehen nach oben. Es ist schlechter für die Bürger, für die Unternehmen, für die Freiheit, für die Selbstentfaltung jedes Einzelnen, wirtschaftlich, aber auch persönlich. Und diese Mechanismen spielen schon sehr stark immer noch. Also diese globalistische Elite, die vielleicht auch in der Corona-Krise, wo auch immer die Fäden gezogen hat, ohne jetzt verschwörungstheoretisch rüberzukommen, das ist eine Tatsache. Und da müssen wir. Es ist aber, Entschuldigung, wenn ich da einmal dazwischen gehe, es ist ja aber immer eine sehr kleine Interessengruppe. Die das ja, aber sehr mächtig. Ich meine, wir haben es ja gesehen. Ja. Heute, ich habe in der Weltwoche eine große Titelgeschichte geschrieben, damals mit dem Titel Die große Impflüge. Ich habe festgestellt, wenn man es kurz streifen darf, nochmal einen Rückblick, weil es eben passt in diese Zeit, was Sie auch mit Zukunftsperspektive besprechen. Es gab im Europäischen Parlament diese Anhörung. Pfizer-Managerin Janine Small hat gesagt, ja, wir wussten eigentlich, nützt nichts, ist nicht klar erhoben. Dann kam auch Wolfgang Philipp, hat einen schönen Nachnamen, aber er, der oberste Impfstratege der EU, oder, hat gesagt, ja, nein, also wir müssen eigentlich feststellen, schützt nicht vor Ansteckung, Weiterverbreitung. Impfung ist eigentlich gar keine richtige Impfung, eigentlich, wenn man das genau auslegt. Sie sollte eben genau das machen, schützen vor Ansteckung und Weiterverbreitung. Das wurde da diskutiert, öffentlich. Die haben das zugegeben. Da habe ich als Journalist immer gewartet in der Schweiz, wann kommt das mal in der großen Zeitung? Wann kommt diese Nachricht im Mainstream? Die bösen, so verfemten sozialen Medien, da wurde es rauf und runter diskutiert. Niemand hat das gemacht. Da habe ich Roger Köppel angerufen, meinen Kollegen bei der Weltwoche, gesagt, du Roger, ich muss diese Geschichte schreiben. Ich lese es nie. Es ist Tatsache, die geben das selbst zu, aber kein Medium schreibt darüber. Da haben wir das gemacht, hat dann ziemlich für Furore gesorgt. Alice Weidel hat dann auch Deutschland Pressekonferenz, die AfD-Chefin in die Kamera gehalten. Listen Sie mal die Geschichte da von Philipp Gut in der Weltwoche. Also das musste man aufdecken. Und dahinter standen eben kleine Kreise, da standen gewisse Pharmafirmen, Staatschefs, die das durchgepusht haben. Und gegen jede Vernunft, gegen jede Evidenz, wenn man damals schon klar gelesen hat, konnte man schon beim Zulassungsstudium eigentlich lesen, es ist nicht gesagt, nicht festgestellt, kann Nebenwirkungen haben, wir haben keine Ahnung. Es ist auch nicht gesagt, ob es überhaupt was nützt. Also das war eigentlich klar und trotzdem hat diese kleine Elite das durchdrücken können und wie ein Flächenbrand, die ganze Welt macht mit. Und solche Phänomene, glaube ich, können in Zukunft immer wieder kommen, wenn wir da nicht extrem wachsam sind. Das ist aber der Punkt, weil
Das ist aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, weil so viele mitmachen. Kleine Interessengruppe, aber viele machen mit. Ich weiß gar nicht, ob so viele mitmachen. Ich glaube, es geschieht auf so eine perfide und ja größtenteils auch verborgene Art und Weise, dass man da eben nicht auf Anhieb durchsteigt, es sei denn, man holt sich dezidiert bestimmte Informationen. Also wir haben zum Beispiel bei Achgut auch ganz viel über die Corona-Politik und die ganzen Machenschaften im Hintergrund berichtet. Das ist aber Eigenverantwortung. Berichtet. Ja, es stimmt natürlich, es ist Eigenverantwortung, nur wenn man eben wenig Zeit hat oder wenn man mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist oder wenn es auch nicht so leicht zugänglich ist, diese ganzen alternativen Medien, die muss man ja aktiv aufrufen, um sich zu informieren. Vielleicht kriegt man durch Zufall mal einen Link geschickt von irgendeinem Freund, aber eigentlich die Einstiegshürde ist noch relativ hoch. Das ist jetzt nicht der Spiegel, der irgendwo im Wartezimmer liegt oder wo man überall Werbung sieht und was einem unter die Nase gehalten wird. Also das ist ja auch so ein Thema, was man nicht unterschätzen sollte. Und ich glaube, was eben die ganzen merkwürdigen politischen Entscheidungen betrifft, über die wir heute gesprochen haben, natürlich kommen die maßgeblich auch zustande dadurch, dass eben Politik mehr und mehr von Stiftungen, NGOs und Thinktanks gestaltet wird, die eben im Verbund mit ein paar Superreichen wie beispielsweise Bill Gates oder auch mit einzelnen Regierungen oder Unternehmen, vielmehr die dann wiederum die Regierung beeinflussen, die globale Politik gestalten, mehr oder weniger, und eben mehr und mehr. Und deswegen die Frage, ob es um den Menschen geht oder ob es um das Wohl der Menschen geht, die stellt sich dadurch gar nicht, weil es einfach um Profit geht, was ja die Corona-Krise perfekt gezeigt hat. Also da ging es ja letztlich, da haben wahrscheinlich Pharmafirmen den Deal ihres Lebens gemacht. Und das wurde eben durch diese Stiftungen, die dann strategisch sinnvoll ihre Leute als Regierungsberater und so weiter platziert haben, durchgedrückt. Ganz kurz, Philipp. Man kann sich gar kein geniales Geschäftsmodell vorstellen. Mhm. Du entwickelst einen sogenannten Impfstoff, der nicht wirkt und der sogar noch zum Teil krasse Nebenwirkungen hat. Und die ganze Welt, alle Regierungen kaufen dir das ab und nehmen noch die Marketingkosten ab, machen noch Reklame, zwingen quasi faktisch fast alle dazu. Also ein besseres Geschäftsmodell gibt es nicht. Das ist wirklich der Deal des neuen Jahrhunderts. Und das wurde eben, das war möglich, weil mehr oder weniger die Vorgaben der WHO global durchgesetzt wurden. Und wer kontrolliert größtenteils die WHO? Das ist Bill Gates, weil der ist der größte private Spender. Dennoch, wenn Christoph sagt, der Feind kommt von innen und immer mehr an der Stelle sagen, irgendwie, ich krieg da ein verdammt schlechtes Gewissen oder ich sehe, ich kann nicht mehr nicht sehen, was da läuft. Nee, da knüpfe ich gern dran an, weil ich habe mir ja gerade vom Pfizer-Impfstoff das Horoskop genau angeschaut, schon vor 2 Jahren mal für den Klienten. Und da ist jetzt in 2024 schon damit zu rechnen, dass da viel Verdrängtes plötzlich hochkommt. Und klar, natürlich, die breite Masse läuft immer mit. Ja? Die läuft mit, wenn es heißt, okay, ihr müsst jetzt bei den Maßnahmen mitmachen. Aber wenn es eine Welle kommt, wo man sieht, aha, da ist ja vielleicht doch das ein oder andere nicht oder ist ein oder andere krumm gelaufen, dann kann diese breite Masse schnell einmal in der anderen Richtung mitlaufen. Gell? Und ich denke, das sind gerade so symptomatische Umschwünge, ja, so wo ich durch so innere Schläferzellen, die erwachen, plötzlich einfach eine neue Situation da ist. Ja? Und was natürlich auch dazu beitragen wird, so das Vertrauen in diese alten sklerotischen Gesellschaftsinstitutionen zu erodieren. Es ist ja nicht nur das. Also wenn man das Ganze mal ein bisschen ausweitet und wir gehen ein bisschen weg von dem ganzen Ding da, was wir da alles am Tisch liegen haben, und wir gehen zum wesentlichen Part des Menschen, und zwar die Beziehungen und Partnerschaften, dann sind wir wieder beim Feind, gell? Und zwar dieses Aufpoppen, diese ganzen Sachen, die unverarbeiteten Sachen, das beginnt ja schon mit dem Einteilen von männlich und weiblich. Und diese ganze Schubladisierung oder die Sexualisierung, die Übersexualisierung, die wir weltweit haben, da sind wir ja schon so steuerbar, da braucht man keine Pharmaindustrie. Diese zwei Schubladen, Mann, Frau, Sex oder 3 Schubladen, ja, diese machen uns so dermaßen steuerbar. Da wird so viel Geld damit verdient. Da braucht man nichts mit Pharmaindustrie. Ja. Und das ist ein großes Thema, was jetzt auch aufgerollt wird, und zwar intensiv. Und das bemerken wir, also ich
in meinem Bereich und in meiner Community bemerkt hast, dahingehend, dass es sehr viele Männer schon dabei sind. Und zwar Männer, die sagen, nein, ich darf genauso über meine Gefühle reden, ich darf genauso über meine Emotionen reden, ich darf genauso meine Vergangenheit aufarbeiten, das Ganze auch energetisch. Das wird immer mehr. Und das ist ein großes Thema, darüber spricht ja niemand. Aber das hat einen großen Welleneffekt und wird einen großen Welleneffekt haben. Denn wenn Mann und Frau sich nicht mehr einteilen lassen, dann sind wir alle auch nicht mehr in dem Ausmaß steuerbar. Und da fängt es an mit dem großen Erwachen. Also nicht mehr mal, was nur Krieg betrifft, weil sehr viele interessieren sich ja nicht einmal mehr für die Nachrichten, wenn sie eben ausgestiegen sind aus den ganzen Themen. Die können es nicht mehr hören. Weder von der Aufklärerszene noch von der anderen, von den Massenmedien. Wir können es alle nicht mehr hören. Wir können das Thema Krieg nicht mehr hören, wir können das Thema Corona nicht mehr hören, wir können es nicht mehr hören, was nicht alles schlecht ist auf der Erde. Und boom, du findest dich ein. Wo? Dort, wo es wichtig ist, in deiner Familie, in Beziehungen, in Partnerschaften. Denn das ist essentiell für uns alle. Und da geht's weiter. Ulrike. Ja, ich wollte nur dazu sagen, weil du ansprachest, dass es ein Schubladendenken gäbe in puncto Männer und Frauen. Aber es passiert doch eigentlich genau das Gegenteil, dass durch die, ja, sag ich mal, Genderbewegung eigentlich große Verwirrung gestiftet wird an der Geschlechterfront. Es wird propagiert, dass man hinterfragen soll, ob man im richtigen Körper steckt, ob man das richtige Geschlecht hat. Sogar Kinder oder Jugendliche sollen sich umoperieren lassen, was ich persönlich sehr gruselig finde. Also ich finde eigentlich eher, dass man da an der Nase herumgeführt wird. Und man kann ja über Geschlechterstereotype sprechen, aber ich denke doch, dass es etwas Naturgegebenes ist, ob man Mann oder Frau ist. Und also ich bin auch froh, dass es Mann und Frau ist. Positiv. Nee, da geht es gar nicht darum. Also da geht es, übrigens, da wird irgendein Gesetz kommt da in Bezug auf Umoperieren und wer nicht alles bei den Olympischen Spielen teilnehmen darf, da kommt was. Da geht es darum, ganz was Einfaches. Der Mann muss immer stark sein. Es ist eine Männlichkeit, eine wunderschöne Männlichkeit, der die Frau trägt und auch beschützend ist. Das darf sein. Das ist auch etwas Wunderschönes. Aber beispielsweise, wie Beziehungen entstehen müssen, da fängt schon an. Allein vorhin hatten wir es Backstage, Tinder-Dates, ja? Was es da alles nicht gibt. Der Mann muss anrufen, der Mann muss mich abholen, der Mann muss, also ich bitte, der Mann ist ja mittlerweile schon wahnsinnig, was er nicht alles muss. Oder die Frau muss, was muss die Frau nicht? Die Frau muss gleichzeitig Mutter sein, schön sein, die muss abnehmen, die muss das. Diese ganzen Schubladisierungen, da kann ja niemand mehr frei leben. Und da sind wir wieder bei der Freiheit des Seins. Ein Mann, eine Männlichkeit zu leben, steht jedem frei. Aber auch wie eine Frau zu sein hat. Und eine Frau musste immer mehr stark sein. Sie durfte überhaupt keine Kinder mehr kriegen. Auf der anderen Seite durfte sie nicht die Freiheit wählen, dass sie sagt, ja, dann will ich halt keine Kinder. Dann wähle ich halt eine andere Art und Weise. Ich darf mich aber dennoch Frau fühlen. Also diese Freiheit kommt. Also raus aus dieser Schubladisierung. Und da passiert dann etwas, kann man sich auch energetisch natürlich erklären, aber ich will da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Das ist wirklich eine Massenbewegung dann. Eine Massenbewegung und zwar, was uns alle betrifft. Weil diese Themen, die sind zwar sehr schön und sehr global gesehen ganz toll, aber dieses Miteinander und unser Privatleben ist das Wesentliche, ja, das ist das Herzliche und das ist das, was uns berührt und das ist das, was wirklich dann bewegend ist und zwar in alle Bereiche hinein, wo wir die Marionetten sind. Ja. Was mich nach Wunder nehmen würde, ich habe vorher eine juristische Kategorie eingebracht, zum Teil historische, liberale, politische. Etwas anderes, was ich wirklich noch spannend finde, ist die Anthropologie. Also die Anthropologie, Wissenschaft von Menschen, spricht wieder von der anthropologischen Konstante, dass die Menschen eigentlich natürlich durch Kulturen, durch Zeiten, durch gewissen Wandel erfahren, aber grundsätzlich in vielen Bereichen einfach immer gleich bleiben. Der alte Adam ist immer noch der alte Adam. Wie sieht das jetzt aus eurer Perspektive aus? Das nehme ich jetzt einfach aus Neugierde, Wunder. Und ja, ich spreche immer von Erdzeitalter, also, großen Veränderungen, alles wird anders. Der Mensch ist einfach der Mensch. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass die ganz großen Veränderungen möglich sein werden. Der ewige Friede wird nicht ausbrechen, weil einfach das
Böse, wenn man es jetzt moralisch fasst, und das Gute im Menschen angelegt sind. Wir kennen Faustgeschichte, wir kennen die Bibel, wir kennen die Vertreibung aus dem Paradies. Das sind alles, das sind ja Urbilder dessen, dass der Mensch einfach Engel und Teufel sein kann. Mit dem Faust steht es ja großartig, oder? Der Mensch bildet sich so viel ein auf die Vernunft, aber eigentlich braucht er sie nur, um tierischer als das Tier zu sein, also noch brutale Dinge zu machen durch Vernunft, indem er zum Beispiel eine Atombombe entwickelt, die abwirft. Also das sind einfach Dinge, die für mich anthropologisch relativ konstant sind. Und ich nehme es echt Wunder, wie ihr das seht mit eurem Veränderungsdenken, wo sich ganze Äonen und Zyklen und Zeitalter völlig umstürzen. Ich habe ja eine 800-seitige Dissertation über die Geschichte der Prognostik geschrieben und habe dort ein eigenes Modell entwickelt über die wandelnden Zeitgeistmasken. Ja, also wie du sagst, es gibt so Grundarchetypen, ich nenne das Primmodelle, die stecken sozusagen als Urwesenheiten irgendwo unter den tektonischen Schichten der Geschichte verborgen. Und jeder Zeitgeist zieht darüber sozusagen seine neue Einkleidung. Ja? Oder wie Schopenhauer gesagt hat, ob jetzt, mal frei nach Schopenhauer, ob jetzt ein Böser früher mit Glasperlen beim Spiel betrogen hat oder das heute mit Goldmünzen macht, das ist einerlei. Ja? Also wir arbeiten ja hier immer bei diesen Modellen mit Archetypen. Ja, Archetypen sind Urmuster, Urverhaltensweisen. Und die Astrologie eben, die zeigt, was für neue Einkleidungen die sich suchen im Laufe der Geschichte und wann die passieren werden. Also da ist beides immer mit drinnen, definitiv. Eben so Wandel und Konstanz gehört einfach auch zusammen in eurem Modell. Auf alle Fälle, ja. Ja, und ohne die Hürden, wie auch immer, dass die Hürden ausschauen, kannst du dich ja nicht entwickeln, dann bleibst du ja stehen. Und der Mensch ist einfach nicht dafür gedacht, dass er stehen bleibt. Das ist einfach, das Menschliche ist die Entwicklung. Und auch, also die Erde ist ja so ein Spielplanet der Dualität. Ja, also geschichtsphilosophisch, oder? Ist auch sehr interessant. Wenn du sagst, natürlich entwickelt sich die Menschheit weiter. Technisch sowieso, das ist klar, man kommt immer weiter technologisch. Aber ist es auch nach eurem Verständnis so, dass der Mensch eigentlich besser wird, wie es die Aufklärung wollte, wie es eigentlich eine säkularisierte Form eben des Erlösungsglaubens ist? Oder irgendwann sind wir da in Paradies, wäre besser, dann irgendwie wollen wir das Paradies auf Erden schaffen, wie es der Kommunismus wollte. Der Schuss ging ja ziemlich hinten raus, was immer sehr gefährlich ist. Ja, also es gibt im Grunde die vier Schrittarten der Entwicklung, auch aus meiner Dissertation. Das erste ist die Fortschrittssicht, ja, also so wie viele sagen im Kommunismus, es geht primitiv los und dann wird es immer besser. Das zweite ist die Rückschrittssicht, Rousseau zum Beispiel, früher war alles besser und jetzt degeneriert es wieder. Dann als drittes gibt es die Kreisschrittsicht, ja, es sind immer Zyklen und es wiederholt sich dann am Ende doch wieder, das ist so ein Stück weit der astrologische Ansatz. Und das vierte würde ich nennen den Blindschritt, die Blindschrittsicht, ja, also wir probieren uns irgendwie zu entwickeln, am Ende stochern wir so und so im Nebel. Ja, da scheinen wir jetzt gerade zu stehen. Ich möchte an dieser Stelle kurz einmal einen Schlussstrich ziehen, weil wir noch gleich das Q&A mit den Fragen aus unserem Publikum haben und eine Abschlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort an alle hier am Tisch. Ich beginne mit dir, Ulrike. Wenn auf Fernbedienung ist ja dieser Knopf Fast Forward. Wenn du das Jahr 2024 vorspulen könntest, würdest du drücken? Nein. Ich möchte es erleben. Okay, Philipp? Auf jeden Fall, man muss alles erleben. Höhen und Tiefen, das gehört zum menschlichen Leben. Also ich möchte nicht irgendwie auch in der eigenen Geschichte zurückgehen. Ich möchte nicht nochmal 18 sein. Innerlich bleibt man immer 18, egal wie man außen aussieht. Also von daher unbedingt weiterleben. Ja, und das Beste daraus machen. Ich bin ein neugieriger Mensch, grundsätzlich optimistisch. Und wir können das packen, wir müssen es auch packen. Wir haben gar keine andere Wahl. Christoph, dich muss ich eigentlich gar nicht fragen, ja, du weißt ja eh, wie es kommt. Nee, also klar möchte ich es erleben, aber natürlich während diesem 2024 werde ich natürlich sehr, sehr viele Zeitreisen in meinen Horoskopen vornehmen und die ganze Zeit Jahrhunderte, Jahrtausende vor- und zurückspringen. Birgit, du hast das eigentlich schon zu Beginn beantwortet, du genießt das. Ja, genießen, das ist eine Feuerwelle. 2024 wird eine feurige Welle der Leidenschaft. Vielen Dank hier an Birgit Fischer, an Ulrike Stockmann, an Philipp Gut und an Christoph Niederwieser. Vielen Dank für diese sehr lebendige Diskussion und vielen Dank an euch. Vielen Dank hier ans Publikum fürs Zuschauen. Und ja, jetzt kommen die Fragen des Q&A. Und wenn ihr das auch mal erleben wollt, dann kommt gerne zu uns und schaut euch das live vor Ort an. In diesem Sinne, es gibt viel zum Nachdenken heute, viel zum Nachfühlen. Es war ein wilder Ritt durch die Themen. Und ich danke allen, auch großen Dank ans Team und an euch für eure Unterstützung.
Gute Nacht, bis zum nächsten Mal, bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Auf Augenhöhe.